Okay. Hi, Seitan. Okay, Leute. Barry, where's Barry? Well, I'm sorry, but he's probably the most powerful biological weapon in the world. True. True. Wenn Barry die Hauptfigur in allen Resident Evil Spielen wären, dann wäre Resident Evil die leichteste Reihe ever. Fun Fact. Ist was fürs nächste Fun Fact Video. So, jetzt muss ich noch schnell hier Stream-Spiel ändern. Moment. Fallout 2 Update. Bam. So, jetzt rubbeln wir hier wieder alles frei. Broken Hills. Fix the Mind's Air Purifier. Wo kriegen wir gleich nochmal die Teile für den Air Purifier her? Er hat es mir beim letzten Mal noch gesagt. Ich weiß es nicht mehr. Wartet mal. Schauen wir nochmal kurz. Oh, da kriegen wir keine extra Informationen. Da muss ich nochmal zu ihm hingehen und hoffen, dass er nochmal Informationen für uns hat. Weil ich glaube, sonst haben wir hier eigentlich alles erledigt, ne? Wo ist denn die Mine? Da oben war die nicht, oder? Da müssen wir ins nächste Gebiet wahrscheinlich. Gehen wir mal ins nächste Gebiet. Let's go. Will ein paar Kleinigkeiten einkaufen, Fuji mitnehmen, aber er bleibt im Auto oder Fuji hier lassen. Lass Fuji ruhig hier. Lass ihn ruhig hier. Wenn der irgendwie was hat, wenn ich den höre, ich mach mir ein Ohr frei, dann höre ich ihn winseln. Ich mach dann die Tür auf. Wenn irgendwas ist, gehe ich mit ihm schnell raus. Aber dass der im Auto rumgammelt, ist er auch. Bringt er auch nichts. Oh, Seiter, ich sehe es jetzt erst. Dankeschön für eine gegiftete Birdrider-Membership. Nice. Das ist sehr nett von dir. Und deine eigene Mitgliedschaft seit 8 Monaten natürlich auch. Dankeschön. Sehr, sehr nett. Danke. Okay, jetzt hoffe ich... Ich hoffe, der sagt mir nochmal, wo wir die Teile herkriegen. Good, good, please hurry. Na okay, der sagt mir leider nichts mehr. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber wird schon passen. War gerade spazieren. Okay, perfekt. Na, dann passt schon, dann lass Fuji einfach da. Na, dann gehen wir. Dann verlassen wir Broken Hills für heute. Und vielleicht kommen wir irgendwann wieder und holen Marcus. Aber erst brauchen wir Ersatzteile für die Mine. Ich weiß ja was, ich glaube, da schaue ich jetzt ganz kurz nach, weil der hat uns das letzte Woche gesagt, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Fallout 2 Broken Hills Quests. Ihr wollt Dogo sehen? Ich guck mal, ich kann den nachher mal kurz hochholen. Aber dann muss er wieder runter. Ich will nicht, dass der mir ins Büro macht. Das wäre nicht das erste Mal, nämlich. Broken Hills Quest. Fix Mind's Air Purifier. Genau, da muss ich mal schnell gucken. Parts. Side Quest. To complete it, the chosen one must retrieve the Mind Air Purifier parts from New Reno. Okay, wir müssen nach New Reno, wenn wir das machen wollen. Und da müssen wir anscheinend erstmal irgendeine andere Quest in Urino machen. Aber das ergibt sich dann schon. Das ergibt sich dann schon. Okay, cool. Dann auf nach Urino.
Ich mag New Reno immer nicht. Jetzt habe ich gerade den Controller gesucht und habe mir gedacht so, hä? Wo ist denn jetzt mein Controller hin? Als ob ich voller Zeit mit dem Controller spiele. Also, geht ja gar nicht. Oh Gott, oh Gott. Da hinten ist er, der Controller jetzt. Du hast gar keinen Fallout verpasst. Wir haben gerade erst angefangen mit Fallout. Alles gut, keine Sorge. Oh, ja, da gäbe es wieder fett Loot, ne? Yakuza? Mobster gegen Yakuza. Das sind die Yakuza. Erkennt man den roten Stirnbändern. Und das sind die Mobster. Erkennt man dem einzigartigen Mobster-Skin. Ha, ich glaube, ich mische mich jetzt gar nicht ein, sondern guck mal zu ein bisschen hier. Und werde dann mal die Toten plündern. Einer läuft schon weg. Ja, zwei laufen schon weg. Drei, okay. Ja, recht haben sie wahrscheinlich. Schauen wir uns den Kampf mal ein bisschen an. Okay, aber die treffen nicht, die Mobster, aktuell. Na, ein bisschen kriegen die in den Rücken hier geschossen. Oh, da sind sogar noch mehr. Aber wer sind die denn jetzt? Sind das Mobster oder Yakuza? Ich verstehe gerade überhaupt nicht, wer wohin läuft und wer ziehen darf und warum. Ach, die wollen gar nicht weglaufen. Ich glaube, die wollen die angreifen. Ich verstehe. Das wird ja interessant. 3 gegen 3 hier hinten und hier ist der große Hauptkampf. Ja, wir halten uns raus. Wir gucken ein bisschen zu. Oh, guck mal, die haben Scharfschützengewehre. Nice. Oh, ich hoffe, da sterben ein paar. Jetzt laufen die aber auch weg. Und die? Oh. Die werden halt, die Yakuza mit ihren Messerchen, werden halt gleich so von den Mobstern weggeballert werden. Die schauen gleich blöd aus der Wäsche, glaube ich. Schade, ich fände es schön, wenn die ein paar Mobster töten könnten. Für den Loot. Aber ich glaube, das wird nichts. Na, schauen wir mal. Der ist ganz schön umzingelt, ne? Der kriegt zwar immer nur so 10, 15 Schaden, aber auf Dauer hält er das auch nicht durch. Aber der ballert die halt, ne? Natürlich weg. 63 Schaden ist halt dann gleich mal ganz was anderes. Gucken wir mal. Einen hat er, aber 3 Gegner hat er noch vor sich. Oh, er ist tot. Jawohl. Nicht schlecht. Stirb mit Würde. Okay, die Yakuza hier hinten zerliegt es auch ganz schön. Die haben nicht wirklich eine Chance. Aber was hier los ist, verstehe ich nicht. Warum sind die denn alle weggelaufen? Warum kämpfen die denn eigentlich nicht? Das verstehe ich nicht. Aber hey, ich könnte mir den ganzen Tag so NPC-Kämpfe angucken. Ohne Scheiß, ich finde das mega lustig. Ich hätte gern so ein... Ich hätte jetzt so gern ein Fallout 2 Battle Simulator, wo ich aber einfach meine eigenen Teams quasi habe und ausbilde und dann in Kämpfe gegen andere schicke. Aber ich gucke denen nur zu und ärgere mich drüber, wie dumm die sind und sowas. Aber spiel gar nicht selber. Sondern ich trainiere die nur zwischen den Runden oder so. Da hätte ich gerade voll Spaß dran. Ich frage mich wirklich, was mit denen ist. Die sind irgendwie kaputt, die 4 hier, oder? Die werden jetzt von der Yakuza ganz schön zerlegt. Und dann treffen die Gewinner von hier auf die Gewinner von da wahrscheinlich. Hoffen wir mal, dass die uns nicht involvieren in die Nummer. Bin gespannt. Ja, die sind irgendwie kaputt gegangen. Die haben einmal geschossen jeweils. Und jetzt ist die kommen auch gar nicht mehr dran irgendwie, ne? Hey, danke fürs Followen, Leute. Stirb mit Würde, sagen sie dauernd. Tiefere Einstiche sind vonnöten. Lieber ein lebender Feigling. Ja, okay, das stimmt. Als ein toter Held. Ja, die 2 sind aber wirklich kaputt. Da ist die KI kaputt gegangen. Da haben jetzt die Yakuza einen Vorteil. Gut für uns. Gut für uns, weil das ist unser Loot hier quasi. Töten ist eine Kunst. Na, wenn er das sagt, er hat immerhin ein rotes Kopftuch. So, jetzt bitte nicht meine Gruppe angreifen. Wir sind hier nur zufällig in der Gegend. Ne, wir sind nur das Publikum. Wir mampfen hier ein bisschen Popcorn, während ihr kämpft. Sondern hier mal kämpfen.
ihr gegeneinander. Sind die jetzt auch kaputt? Es wäre so lustig, wenn die jetzt auch kaputt sind und sich von den drei Messerhainis kaputt schießen lassen. Weil dann werde ich mich vielleicht doch noch mit den drei Messerhainis anlegen, wenn es sein muss. Oh oh, warte, der muss nachladen, der hat keine Munition mehr. Oh, die haben keine Munition mehr. Die gehen jetzt von Sniper Rifle auf Messer. Oder was weiß ich was. Okay, einen haben sie noch erwischt. Aber jetzt heißt es hier wahrscheinlich Nahkampf gegen Nahkampf. Das wird ein zermürbender Kampf. Ja, wirklich, mit bloßen Fäusten gehen die auf die los, machen keinen Schaden. Der hat gerade seinen Freund getroffen. Die Yakuza könnten echt gewinnen jetzt. Das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich nicht gedacht, aber die Yakuza haben jetzt eine echte Chance. Der muss jetzt auch in Nahkampf gehen und die machen keinen Schaden im Nahkampf. Die sind zu gut gerüstet. Die haben anscheinend keine Nahkampfwaffen. Die hauen die mit bloßen Fäusten und machen gar nichts. Und die haben, glaube ich, Katana. Das wird Zulik vielleicht gefallen. Gucken wir mal, da könnte vielleicht Zulik was damit anfangen. Wie weit bist du in Fallout 2? Oh, das kann ich ehrlich gesagt noch gar nicht sagen. Wir sind, glaube ich, noch nicht mal bei der Hälfte, würde ich sagen. Fallout Tactics AFK. genau. Basically, so ein bisschen in die Richtung. Soll ich jetzt schon? Nee, ich greife noch nicht ein. Wenn die Yakuza mich nicht eingreifen, nachdem die gewonnen haben, angreifen, dann werde ich die auch nicht angreifen. Ja, hey, ich muss sagen, ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber die beiden Yakuza haben die ganz schön aufgeräumt. Die beiden letzten Überlebenden. Die hatten auch Glück, dass die keine Munition mehr dabei hatten, sonst hätten sie keine Chance gehabt. Aber ja. Viel gespielt, wenig erreicht, könnte man sagen. Ich weiß es gar nicht. Der Anfang war zäh, weil wir so schwach waren. Aber wir sind schon gut rumgekommen. Yakuza? Haben wir Beef? Jupp, wir haben Beef. Okay. Selber schuld. Ich habe leider keine Flammenwerfer-Munition. Aber vielleicht habe ich bald einen Katana. Haha! Tja. Zulik ist natürlich schon krass. Habe ich jetzt gerade irgendwie eine Runde übersprungen? Irgendwie schon. Ich werde ganz schön von dem durch die Gegend gehauen. Au. Das war ein... Oh nein, wir haben wieder irgendein... Ah, wir haben jetzt einen Arzt dabei. Alles gut. Weil wir sind schon wieder crippled hier. Na komm schon. Okay. Ich glaube, wir haben gewonnen. Ja, nice. Ich speichere mal das. Weil das war gerade ein guter Zufalls... eine gute Zufallsbegegnung für uns, würde ich sagen. Könnten wir vielleicht jetzt meine... eine Arztfähigkeit auf mich schnell anwenden? Dankeschön. Dankeschön. Da steht zwar, dass ich meinen verkrüppelten rechten Arm gefixt habe, aber ich schätze mal, das war unser Lenny. Würde mich wundern. Jawohl, guckt mal. Ein Katana ist es nicht, aber ein Wakizashi Blade. Das sind diese kleinen Katana, ne? Diese Kurzkatana. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, die sind ziemlich gut. Ich muss die mal mit meinem Kampfmesser vergleichen. Oh, ja. Die sind nochmal deutlich besser als das Combat Knife. Und brauchen wahrscheinlich auch genauso viel AP nur, genau. Nice. Ja, da werden wir jetzt ein paar davon looten. Die kriegt mein Team dann als Zweitwaffen. Ich weiß, dass da noch ein zweiter liegt, aber ich komme nicht ran. Können mal alle ein bisschen weggehen hier, bitte? Dann habe ich vielleicht eine Chance, dass ich den zweiten looten kann. Ah, perfekt. Guckt. Oh, die Scharfschützengewehre sind super wertvoll. Wir können jetzt ganz schön gut einkaufen. Zulik! Was du wollen? Ich hab was für dich, Zulik. Vielleicht möchtest du das. Und nimm mal noch die Scharfschützengewehre. Und? Weiß ich nicht. Eigentlich sonst nix. Warum bin ich so überladen? Ich habe ganz schön viel Kleinzeugs, ne?
Hey, ich weiß nicht, was heute los ist. Wahrscheinlich liegt es daran, weil es so kalt ist und ich so viel Energy Drink getrunken habe. Aber ich muss leider schon wieder aufs Klo. Ich bin sofort wieder da. Tada! Hier ist er. Hier ist er. Fuji, der Höllenhund. Lasst euch von seinem niedlichen Gesicht nicht täuschen. Er ist Terror in Person. Ne? Sudala. Genau, das ist basically dieser Meme-Hund. Ja, das kann man so sagen. Verfolge deine Videos lange Zeit oft und hab auch abonniert. Ist immer nett für zwischendurch, zum Beispiel kurz vor der Arbeit. Die langen sind auch echt informativ. Hauptsächlich Razy gucke ich bei dir. Hey, freut mich. Und ich plane aktuell tatsächlich, dass ich weniger längere Videos mache. Diese 7-8 Minuten Häppchen, dass ich die vielleicht gar nicht mehr einzeln veröffentliche, sondern dass ich immer gleich nur noch meine Mördervideos raushaue. Dementsprechend halt leider weniger, aber dafür halt dann gleich ordentliche Bretter immer. Ich muss mal gucken, ob das vielleicht besser funktioniert oder zumindest genauso gut funktioniert, klicktechnisch, wie mit den vielen kleinen Videos. Aber ich kann mir vorstellen, dass das grundsätzlich mehr Schauwert hat. Und auch vom Stil her wird sich ein bisschen was verändern die nächsten Wochen. Da kannst du gespannt sein. So. Wo waren wir stehen geblieben? Der Hund reitet auf einem Bird Rider, der auf einem Bird reitet. Genau, wir sind die Bremer Ödland-Musikanten. Hä? Nee, warte mal. Die Wasteland-Stadtmusikanten. Wie auch immer. Okay. Wir waren beim Looten. Super viel Looten sogar. Ich muss nur ein bisschen mit System vorgehen, damit wir hier nichts übersehen. Oh, die Scharfschützengewehre. Wie viel waren die wert? 6.000, 7.000, 8.000 oder so? Da heute Nacht speisen wir gut. Okay, wir sind jetzt schon wieder überladen. What's up? You got that I'm pulling rank look. Man hört schon ein bisschen, dass der Fan synchronisiert ist, ne? Aber nicht schlecht oder so. Aber es ist ganz anders, ganz andere Qualität als die anderen. Wobei man sagen muss, die anderen hören wir meistens ehrlich gesagt auch nur auf Deutsch. Was du wollen? An dem Resi 2 Video habe ich viel zu gucken. Keine Zeit gehabt, freue mich drauf. Ja, cool, yo. So, jetzt pass mal auf. Genau, ich habe mir doch gedacht, dass du lieber das Wakizashi Blade nimmst. Das ist nämlich awesome. Yes. Nice. Du kriegst auch ein Wakizashi und ein Scharfschützengewehr, aber ich glaube, du hast schon eins. Ich gebe dir gleich zwei. Das kriegst du auch noch. Bitteschön. Ich gehe auch gleich nochmal in die Kampfkontrolle bei allen, damit die auch wirklich wieder ihr bestes Zeug ausrüsten. Dass man bei ihm die Lederjacke nicht sieht. Ich find's schade. Alle haben so schön ihre eigenen gemoddeten Skins. Nur er nicht, ne? Naja. Tommy Gun? Und was hatten die? Irgendwie so... was? Die hatten alle auch Tommy Guns. Boah, wir sind jetzt reich. Ohne Scheiß. Das war der Checkpot hier jetzt gerade. Dass auch alle gestorben sind. Dass wir so easy dann noch die letzten abstauben konnten. Das war jetzt der Checkpot. Das ist richtig fett. Das ist richtig fett. Da können wir uns jetzt ein paar ordentliche Rüstungen und wenn es zu weit ist, vor allem auch... Oh, die sind leider so schwer, ey. Ich kann gar nichts nehmen. Yeah. Wenn es zu weit ist, vor allem auch... schwere Waffen kaufen und Munition dafür und sowas. Wir brauchen jetzt wirklich nur Händler mit Geld oder Sachen, die wir gerne haben würden. Dann können wir jetzt ordentlich uns die Taschen voll machen. Also, ja, doch, genau. Kann man schon sagen. Nice. Das ist voller 2 für PC. Die Good Old Games Version. Leicht gemoddet. Okay, Vic. Mein Tipp, Mirakel, Vic.
Der haut alle weg zurzeit mit seinem Assault Rifle. Ich schätze mal, das möchte er auch behalten. Hat er das überhaupt? Hat er da noch Munition dafür? Hat er das ausgerüstet? Nee, Sniper Rifle hat er. Sniper Rifle ist auch ziemlich awesome. Die haben einfach alle Tommy Guns. Okay, dann holen wir uns noch die in den Gebäudetrümmern gestorben sind. Und dann haben wir, glaube ich, so ziemlich alles hier durchgelootet. Oh, ich freue mich schon, wenn wir zu einem richtig guten Händler kommen. Ich freue mich auf die NCR, ne? So die Händler, die vor der NCR ihre Lager aufgeschlagen haben. Oder dann später auch die Ski. Da kriegen wir einiges an geilem Zeug jetzt. What's up? Nice, nice, nice. Nimm mal noch bitte das ganze Zeugs hier. Wir müssen jetzt mal die Banditenhöhle finden und hochnehmen. Schön langsam wird es Zeit, dass unsere Figur da drüber stolpert. Aber bisher haben wir keine Information bekommen. Ich wüsste natürlich so ungefähr, wo die Banditenhöhle ist, aber ihr wisst ja, ne? Ich spiele die Figur gerne so ein bisschen nach dem eigenen Wissen, das die Figur haben kann. Deswegen will ich da jetzt nicht einfach hingehen. Ich hoffe schon die ganze Zeit, dass irgendein NPC eine Dialogoption hat von wegen, also diese Banditen. Und dann sage ich, welche Banditen? Und dann sagen die, hier, ich zeichne es dir in die Karte. Aber leider passiert es nicht. Nanu, wo gehen wir denn hin? Wo ist denn der gestorben? Ach, hier drin, guckt euch das an. Hi, Wookie. Ja gut, ne, dann hauen wir ab. Das war jetzt ziemlich cool. Das war toll. So Zufallsbegegnungen hätte ich gern öfter. Das kann gern öfter passieren. Ah ja, vielleicht kommt jetzt schon die nächste. Nee, jetzt sind wir nur von einem Rudel Wölfe umzingelt. Ah, da kämpfe ich gar nicht erst, komm. Das bringt auch erfahrungspunktmäßig nicht viel, erstens. Und zweitens sind die gefährlicher, als man denkt. Auf Dauer, wisst ihr? Wenn die einen umzingeln und dann darf jeder fünfmal angreifen und dann kommt doch mal ein kritischer Treffer. Genau, die anderen können ja ruhig noch ein bisschen was mitnehmen. Hallöchen. Seit wann gibt es Katanas? Schon immer. Also diese Waki-Zashi-Dinger. Nee, also wenn du für Fallout 2 gekommen bist, dann haben wir gerade erst angefangen. Was du verpasst hast, ist Resident Evil Outbreak. Aber, ne? Hier bleibt's auf Twitch. Bleibt so lange online, wie Twitch das halt erlaubt. Und es wird natürlich auch alles auf Landgut Birdrider Let's Play hochgeladen. Doch ich bin mir ziemlich sicher, dass es die auch ungemordet gibt. Aber halt nur hier unten bei der Yakuza. Moment mal. Ist Sulik gestorben? Nee, oder? Nee, der wird noch gebissen. Ich glaube, Sulik überlebt das auch. Aber ich sage ja, ne? Die Hunde darf man nicht unterschätzen. Die sind nervig. Sulik, wie geht's dir so? Nein, nicht! Ah, ich habe mich verdrückt. Ah. Ja gut, okay, dann bringen wir vielleicht doch alle um. Well, I'm sorry, but he's probably the most powerful biological weapon in the world. Probably, ja. Dann kämpfen wir jetzt gegen die Hunde. Ich bin so kurz davor, ein paar Punkte in Nahkampf zu stecken, ohne Scheiß. Aber es ist eigentlich Verschwendung. Und mein Team macht das schon. Oh, jetzt wird Sulik aber ein bisschen stark getroffen gerade. Das ist nicht mehr lustig. Nee, ist erst halb tot. Alles gut noch soweit.
Und jetzt steht er auch wieder. Doch, doch. Wir sind durch mit Outbreak 1. Das haben wir heute tatsächlich durchgespielt. Out of range? Achso, ich stehe ja da oben. Ich dachte kurz, ich bin Sulik. Kann ja mal passieren. Sind uns auch sehr ähnlich. Tada! Tot. Okay. Die bringen halt wahrscheinlich kaum Erfahrungspunkte, ne? Auch nicht so ein ganzes Rudel, aber schauen wir mal. Ich bin erstaunt, wie wenig sich mein Team selbst gegenseitig umbringt, muss ich sagen. Gerade Wick mit seinem Dauerfeuer macht das echt ganz gut. Bin ich stolz drauf. Jetzt muss ich mal kurz mit dir reden. Warum benutzt du denn eine Nahkampfwaffe? Du hast die Munition. Ja, zumindest das Hunting Rifle könnte er benutzen. Snipergewehr benutzt die gleiche Munition. Warum benutzt er die nicht? Ja, das ist die richtige. Der hätte eigentlich genug Munition. Ich sollte echt dran denken, die gelooteten Waffen zu entladen. Aber wobei, wenn ich sie den Begleitern gebe, ne, dann ist sie okay. Dann laden die die, also dann benutzen die die auch. Die Patronen, die drin sind, denke ich. Aber wenn du unbedingt in den Nahkampf willst, dann benutzt doch wenigstens dein Mini-Katana, oder? Großvater Knochen und Feuerhaar sich ähnlich sehen. Ich finde schon. Ist das wie bei Baldur's Gate 1, wo sich die ersten vier Teammitglieder, die man hat, sich spontan angreifen, bis man am Ende nur noch zwei oder zwei hat? Es ist zumindest so, dass sehr gerne mal ein Begleiter, ich will ja jetzt nicht in irgendeine Richtung schauen, Markus, aber es gibt so gewisse Begleiter, die sind berüchtigt dafür, dass die mit ihren vollautomatischen Waffen mitten in die eigene Gruppe bursten und alles wegpusten. Auch die Gegner. Aber auch von der eigenen Gruppe ist halt dann nichts mehr übrig. Das passiert schon. Na, guck mal. Jetzt will er wieder Sniper Rifle benutzen, sage ich doch. Macht viel mehr Sinn. Okay, dann gehen wir. Das war sinnlos, würde ich sagen. Aber hey. Gleich noch eine Begegnung. A Traveler. Einfach nur ein einsamer Traveler hier. Eine einsame Travelerin. Hallo, ehrenwerte Reisende. Ich brauche ein paar, genau, Richtungsangeben. Kannst du mir was sagen? Ich weiß nicht viel über die Area, aber ich kann dir vielleicht helfen. Eine alte, verlassene Einrichtung. Ja, vor einer Weile bin ich an einer alten Facility vorbeigekommen, die verlassen ausgesehen hat seit dem großen Krieg. Sah ziemlich wichtig aus. Über welche Facility reden wir denn hier? Warum kann ich die Frage überhaupt stellen? Aber gut, ich schätze mal, der Ort ist voller Vorkriegsloot. Das klingt gut. Ich würde ihn ja plündern, selber, aber... Hier ist eine Mücke. What the fuck? Warum ist hier eine Mücke? Mückenzeit ist vorbei. Weiche. Blutsaugender Dämon. Die ganze Gegend ist mit einigen ziemlich übel gelaunten, menschenfressenden Pflanzen übersät. Ich gehe dahin nicht mehr zurück. Okay. Genau, ich habe auch nur Loot gehört. Ich brauche bitte Directions. Außerdem, wo ist New Reno? Aber New Reno wissen wir eh schon. Alles andere weiß ich schon. Na cool, danke für die Wegbeschreibungen, I guess. Keine Ahnung, gehen wir. Warum nicht? Ist doch eigentlich nett. Wie groß ist das Gebiet? Mein Gott. Wir müssen ewig latschen, bis wir hier rauskommen. Ah, guck mal, EPA. Holy shit, das ist neu. Das ist aber sowas von neu. Das gab's nicht im Original. Da hätte ich jetzt ja schon fast Bock, da vorbeizuschauen. WTF.
Ah, hier oben sehe ich es. EPA. Die Ariposa Elite Air Base wahrscheinlich. Oh, ich will da hin. Nurino, ich glaube, du bist nachher auch noch da. Gehen wir mal nach Nurino. Ich war letztes Mal irgendwie ein bisschen verwirrt und enttäuscht, dass es in Nurino keine Händler gibt. Gibt es wirklich keine Händler in Nurino? Das wundert mich eigentlich. Jetzt warten wir mal bis 8 Uhr morgens, dass wir Licht haben und auch ein bisschen geheilt sind. Und dann müssen wir uns mal tatsächlich ein bisschen umschauen, ne? Im Catspaw. Warte mal, wollte nicht ein Ghoul ein Catspaw-Magazin? Ich weiß halt nicht, ob ich hier im Catspaw Catspaw-Magazine kriege. Wahrscheinlich nicht. Ich sollte vielleicht außerdem meine Waffe wegstecken. Nee, die hat nichts zum Handeln. EPA, ist das nicht aus dem Simpsons-Film? Weiß ich nicht. Sagt mir jetzt nichts. Stecken wir mal eins von unseren Schwertern weg. Könnt ihr bitte mal... Guckt euch das an, ey. Guckt euch das einfach mal an, wie die den Eingang hier verstopfen. Die nicht nur, dass sich da jemand in den Eingang stellt, sondern alle Begleiter hier bilden eine Traube um die Tür, damit ich auch ja nicht rauskomme. Es gibt einen Waffenhändler, ne? Ja, aber wo? Ich habe ihn leider letztes Mal nicht gefunden. Aber den suchen wir jetzt. Das wäre nämlich ziemlich nice. Da hätte ich nämlich schon irgendwie... Da hätte ich Böcke drauf. Aber in den Casinos sind die nicht, ne? Und im Pornoschuppen auch nicht. IPS ist die Organisation, die Kuppel auf Springfield setzt. Okay, interessant. So, hier ist der Pornoladen. Eine Bar. Ein Casino. Ah, aber hier ist noch ein Bereich drüben. Da waren wir noch nicht. Da müssen wir wahrscheinlich hin. Ich schau mal nochmal da in dieses halb noch existierende Grenzgebäude. Ob wir da rein können irgendwo? Nee, das sieht auch nicht so aus. Als sollte man da großartig rein. Ja, dann gehen wir nochmal... Ah, hier geht's auch nochmal lang, genau. Guckt. Dann schauen wir in die Bereiche nochmal. Hi, Waldpfanne. So, gucken wir mal. Was haben wir denn hier Schönes? Ah ja. Rescus Pharmaceutics. Das ist doch gut. Mit dem, mit so jemanden brauchen wir. Ein alter Mann rückt seine zerbrochene Brille auf seine Nase. Und atmet aus, so. Ja? Was willst du? Komm schon, Frau. Raus mit der Sprache. Wer bist du denn? Ich? Ich bin nur Jolly St. Nikolaus. Und du bist... Ach so, nee. Du... Cranielly Challenged Halfwit. Ja, basically nennt er uns Trottel, nur in Fancy. Er nennt uns Fancy Trottel. Der heilige Nikolaus? Wer soll das denn sein? Another post-Natalie aborted wreck in a post-Holocaust world repleted with idiot man-childs. Replete with idiot man-children. Der beleidigt mir auf einem zu hohen Niveau. Das kann ich kaum entziffern, was der da schreibt. Okay, jetzt verschwinde aus meinem Laden. Verschwinde hier und komm nicht zurück, hörst du? Warte mal, lass uns tauschen. Verschwinde aus meinem Laden und komm nie mehr zurück. Ich würde gern handeln. Ach so, ja natürlich, hier ist mein Sortiment.
Okay, gucken wir mal, was du Feines hast. Du hast ein paar Kronkorken, aber ehrlich gesagt nicht viel. Das ist ein Kondom. Brauche ich das für die Quest mit dem Ghoul? Ich bin mir nicht sicher, ich nehme es lieber mal mit. Medics Buff Out, Red Away brauche ich gerade alles nicht unbedingt. Medizinbuch würde ich vielleicht noch mitnehmen. Aber ehrlich gesagt hast du nicht so die fancy Sachen, die ich gern hätte. Wie viel ist so ein Schwert wert? 200. Sonst habe ich jetzt leider gerade nichts im Inventar, weil ich alles abgegeben habe, ne? Das war auch nicht sehr klug von mir. Beziehungsweise dann Stimpaks, die würde ich eventuell auch noch kaufen und dann wird es schon ein bisschen teurer, ne? Dann wird es schon ein bisschen teurer. Weißt du was, dann gebe ich dir jetzt einfach nochmal kurz ein Schwert. Und du gibst mir noch 2 Dollar. Guter Tausch. Jetzt muss ich mal kurz mit meinen Begleitern reden. Mit irgendeinem ist eigentlich ganz egal. Du gibst mir jetzt mal schnell eine Tommy Gun. Und eine solche Pistole vorsichtshalber noch. Ja, und die noch fürs Kleingeld. Hier ist noch eine Tommy Gun. Wie viele Tommy Guns hast du? Dann gib mir noch eine Tommy Gun, wenn ich so viel nehmen kann. Nee, kann ich schon nicht mehr tragen. Kann ich 2 Tommy Guns wenigstens nehmen? Ja, das geht, okay. Jetzt hoffe ich mal, dass ich nochmal mit dem handeln darf. Ja, der Dialog geht wieder von vorn los. Alles gut. So, weil jetzt pass auf, deine 7 Stimpaks sind wahrscheinlich ordentlich was wert. Wie viel ist eine Tommy Gun wert? Tatsächlich nicht mal genug. Oh, das geht sich gerade so aus. Naja, komm. YOLO. Gib mir noch 11. Gut, und jetzt könnte ich ihm nochmal so eine Tommy Gun für sein Bargeld eigentlich verkaufen. Lasst mich nochmal schnell mit irgendwem reden. Schulig. Du hast bestimmt auch eine Tommy Gun und ein Scharfschützengewehr. Gib mal her. Schauen wir mal, wie viel die Scharfschützengewehre wert sind. Ich glaube nämlich, die waren schon relativ wertvoll. Jo, 2200, nicht schlecht. Quatscht, kann er sich ja überhaupt nicht mehr leisten. Aber ist okay. Ist okay. So, das hätten wir schon mal. Jetzt gucken wir, suchen wir noch den Waffenhändler. Ah, da ist die Kirche, oder? Ich glaube, da können wir heiraten. New Reno Arms, genau da wollen wir hin. Sehr gut. Na, komm, lauf. Hallo, Reisender. Eldrix, mein Name. You in the market for some iron. Ja, willst du ein bisschen Waffen kaufen für deinen Holster? Was verkaufst du denn? Hier bei New Reno Arms haben wir die besten personalisierten Schutzdevices, die benötigt werden, um jeden gelbbäuchigen Son of a Bitch zur Strecke zu bringen. Okay. Zeig mir einfach mal, was du hast. Oh, wir haben Armor Mark 2. Und Eisenrüstung. Das ist schon mal nice. Wir haben natürlich sehr viel Munition. Da müsste ich mal gucken, was wir brauchen. Wir haben die Grease Gun. Gibt's die standardmäßig im Spiel? Die kommt mir tatsächlich ein bisschen... Ja, ist lange her, dass ich Fallout 2 das letzte Mal wirklich gespielt habe. FN Fall. Ah, shit. Ja, Resident Evil Outbreak konnten wir beenden. War die FN Fall... Ich glaube, das bringe ich jetzt mit Checked Alliance 2 durcheinander, wo die FM-Fall meine Lieblingswaffe war, oder? Ich glaube schon. Ich bin mir nicht sicher. Hey, aber du hast überhaupt kein Bargeld. Oh nein, ich dachte, du hättest jetzt wenigstens ein bisschen Kohle auch. Aber hey, gucken wir mal. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Rüstungen, wenn wir uns die leisten könnten, wäre das schon der Hammer. Und die sind schon sehr teuer.
Müssen wir mal schauen. Aber dass der wirklich überhaupt kein Geld hat, ist schon ein bisschen lame. Richtig gute Upgrades für die Knarren kann der auch machen, ja, aber da können wir jetzt viel Kohle lassen. Die Grease Gun, die würde mich natürlich schon auch interessieren. Die könnte echt mächtig sein. Wie teuer ist die? Oh, ja, die ist definitiv eine Artefaktwaffe. Die ist extrem teuer. Wie viel kostet denn die alleine? Lass mich nochmal schnell gucken. 4000, das ist ein ordentlicher Preis. Ich glaube, die könnte ganz schön gut sein. Die können wir uns auch leisten. Ich muss nur ein bisschen mehr. Das ist jetzt blöd, dass der keine Kronkorken hat, weil mein Inventar so voll ist. Ich kann nichts mehr nehmen. Ich weiß nicht, ob ich genug Waffen in mein Inventar aufnehmen kann, damit ich den Wert zusammenkriege, ihm das ganze Zeug abzukaufen. Das ist natürlich ein bisschen doof. Aber das kriegen wir schon hin. Muss ich ein bisschen was hin und her schieben. Ich kann ja mal den Flammenwerfer einfach kurz abgeben. Den Flammenwerfer kriegt jetzt mal Cassidy kurz zur Aufbewahrung. Beziehungsweise, wisst ihr was, ich glaube, Cassidy hat sogar noch einen zweiten Flammenwerfer. Ich könnte meinen Flammenwerfer auch einfach verkaufen. Das ist auch eine Option. Der ist, glaube ich, auch einiges wert. Wir haben eh noch einen zweiten. Dann versuche ich es mal so. Na, da kommen wir easy hin. Ja, dann kaufe ich die. Ich glaube, die ist echt cool. Dann kriegst du noch 3, 2, 6 von mir. So. Okay, wer kriegt die? Ich glaube, Cassidy. Ich glaube, Cassidy ist von meinem Team eigentlich so der beste Schütze. Der erfahrenste auf jeden Fall. Cassidy. Was zur Hölle? Wo gehst du hin? Die KI macht mich fix und fertig. Die Begleiter-KI in dem Spiel macht mich fix und fertig. Ich weiß nicht, ob wir da überhaupt hin dürfen. Ich weiß nicht, ob ich erschossen werde, wenn ich da nach hinten gehe. Komm bitte wieder raus. Nein, was ist denn jetzt passiert? Ach Gott. Ich bin anscheinend zu weit ins rote Gebiet gegangen. Cassidy, du raubst mir hier den letzten Nerv. Bitte. Gib mir jetzt deinen Flammenwerfer und den ganzen anderen Stuff. Dafür kriegst du eine echt coole Waffe. Die schießt mit 45er Kaliber. Hatte ich da nicht vorher noch einen Munitionsstreifen 45er Kaliber und hab die einfach irgendjemand hingeschoben? Hi, Herr Gelter. Ich glaube nämlich schon. Where's everyone going? Bingo. Bingo? Ach, guck mal, er hat sogar noch 45er Kaliber im Inventar. Nice. Ich habe die mit der 44er Magnum verwechselt. Alles cool. Ach so, warte, ich brauche den Flammenwerfer, genau. Hä? Willst du mich verarschen? Was? Ach so, nee, warte, die brauchst du vielleicht. Ja, okay. Ja, das Inventarmanagement ist halt im zweiten Teil im Vergleich zum ersten so unglaublich viel besser, ne? Aber es ist natürlich trotzdem nicht auf modernes Spielstandard. Aber ich finde, es funktioniert gut. So, wie viel kostet jetzt zum Beispiel einfach mal eine Metallrüstung? 2500. Das kriegen wir mit der Tommy Gun alleine nicht hin. Nee, okay, ich muss es jetzt anders machen. Hilft jetzt nichts. Ich bin froh, dass der Händler noch mein Geld im Inventar hat, obwohl wir weg sind, gegangen sind. What's up? What's up? Komm noch mal kurz her. Nimm noch mal den Flammenwerfer kurz und gib mir dafür mal Stuff. Warte mal. Bevor wir das machen, einen Moment. Rede ich jetzt nochmal mit ihm. Er soll bitte jetzt wirklich seine Lieblingswaffe ausrüsten. Und er bleibt beim Scharfschützengewehr, obwohl ich ihm die super teure... Okay, von mir aus. Na, kann man nichts machen. Dann bleibt beim Scharfschützengewehr. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Aber das heißt, das ist ein extra Scharfschützengewehr. Das können wir ihm schon mal wegnehmen. Kannst du mir die Pistole noch geben? Ja.
Die 5 Wurfmesserchen könnten wir auch verkaufen. Behalt mal das Schwert, falls dir wirklich die Munition ausgeht. Okay, erstmal nichts mehr. Okay. Händler, ich habe wieder was Schönes für uns, für euch, für dich, für mich auch vielleicht, für uns alle. Alle werden nach diesem Handel glücklicher sein. Na, das sieht doch gut aus. Na, guck. Jetzt kommen wir der Sache schon näher. Ich nehme noch ein Messer raus und jetzt gibst du mir 253. Na, schau. So viel kann ich leider nicht tragen. Du Spiel, du bist so ein Arschloch. Arschspiel, ohne Scheiß. Okay, gut. Wie viel kostet so eine verhärtete, bessere Lederrüstung? Kriege ich die noch für 2 Tommy Guns? Ja, kriege ich noch. Dann gib mir noch das Geld und dann passt von mir es auch. Geht auch nicht, weil ich nicht genug tragen kann. Okay, dann vergiss es. Oh, das ist jetzt... Oh, okay. Puh. Cassidy? Ich brauche dich nochmal. Also, ich habe die Rüstung jetzt gerade für das Scharfschützengewehr und die Pistole gekauft, ne? Dann gebe ich ihm jetzt nochmal die beiden Tommy Guns, damit ich die Rüstung tragen kann. Und dann kriegt irgendwer die Rüstung. Und dann müssen wir das so in kleinen Häppchen jetzt machen. Weil ich einfach so schwach bin noch, leider. Bam, haben wir es. Ja, okay, gut. Sehr schön. Wer kriegt die jetzt eigentlich? Cassidy. Vic, bitte. Bitte geh. Cassidy, komm mal her. What's up? Willst du deine alte Lederrüstung gegen eine geile Metallrüstung tauschen? Ich schätze mal ja. Weil dann verscherbel ich deine alte Rüstung gleich. Jawohl. Dann gib mir die gleich wieder. Und vielleicht auch gleich noch, wenn es vom Gewicht her geht, eine Tommy Gun. Oder auch 2. Was? Ist die so viel leichter? Na, kann schon sein, dass die Metallrüstung so viel schwerer ist, ne? Das macht schon Sinn. Gut. Händler. Neue Runde Handel. Ich will verstärkte Lederrüstung, gebe dir dafür Tommy Guns, 2 Stück. Da musst du aber noch ein bisschen was drauflegen. Ja, komm, werden wir uns von mir aus einig. Warte mal, für wie viel willst du für die andere noch? Wie viel kriege ich hierfür so? Kommen wir, glaube ich, hin. Kommen wir hin. Wisst ihr was? Ich habe noch Zigaretten. Die müssen doch was wert sein im Ödland. Erstaunlich wenig, muss ich sagen. Mantets. Aber jetzt ist er pleite schon. Nee, dann behalte ich meine Mantets, oder? Ja, doch. Willst du ein paar Gummistiefel noch? Sind die gar nichts wert? Gummistiefel müssen doch im Ödland was wert sein, oder? Gummistiefel fühlt sich wie was an, was ziemlich wertvoll ist. Hier hast du noch $31, du Halsabschneider. So. Gut. Mein Lieblings-NPC aus der gesamten Fallout-Serie. Also ich muss sagen, Dog God ist auf jeden Fall sehr interessant und ein sehr cooler Charakter. Den finde ich wahrscheinlich zumindest am spannendsten, würde ich sagen. Aber ansonsten mag ich Marcus schon echt gerne. Okay,
Die Lederrüstung hat leider keinen eigenen Skin. Eine zweite hätte ich noch, die würde ich gern Sulik geben, weil sich der immer gerne in den Nahkampf stürzt. Aber Sulik ist wieder sonst irgendwo, leider. Wird es die KI schaffen, zu mir zu kommen? Sulik! Was du wollen? Sulik, du kriegst ein kleines Upgrade. Ist nichts Großes, aber immerhin. Kampfkontrolle. Und verbesserter Lederarmor. Perfekt. Gut. Dann sind wir jetzt ein kleines bisschen stärker geworden. Das ist schon mal gut. Aber es gibt hier noch viel zu erledigen. Reden wir mal nochmal mit ihm. Okay. Ich suche nach was Speziellem. Okay. A prize piece to make their way through town. Take this for example. Pre-war tech. Okay, er hat irgendwie so Vorkriegstechnologie in der Hand. Oh, das ist wirklich was Besonderes. Darf ich mir das mal genauer anschauen? Es sieht aus wie ein Circuit Board. Also eine Platine. Ein bisschen staubig, aber in guter Kondition. Sieht aus wie etwas, ach so, da steht drauf, Vault-Tec Voice Recognition Module. Vault-Tec, das muss wichtig sein. Wie viel? 3000 Bucks. Boah, das ist ein bisschen sehr viel. Was hältst du von 1500? Kann ich nicht mal sagen. 2500, mein letztes Angebot. Boah, das ist mein ganzes Geld. Aber wenn es ein Vault-Tec Spracherkennungsmodul ist, dann wird es das wert sein, hoffe ich mal. Okay, okay, hier hast du es. Er lacht. Hat er jetzt die wirklich im Inventar? Yes, weil dann hätte ich ein bisschen was für dich. Dann können wir jetzt nämlich bei ihm immerhin für dieses Voice Recognition Modul noch ganz gut unseren ganzen Zeugs verscherbeln und uns unser Geld zurückholen. Das ist doch auch nicht schlecht. Mache ich jetzt so in mehreren Ladungen, in mehreren Sitzungen hier. Einmal 700. So viel wird das ehrlich gesagt gar nicht, was wir hier verscherbeln können, damit ich mein Geld zurückkriege, wenn ich so drüber nachdenke. Warum laufen die? Was ist denn mit der KI hier? Warum laufen die immer so gern hier rum? Verstehe ich nicht. Aber gut, okay. Gib mir mal das da und das da und das da und das da und die drei auch, damit wir... Jetzt brauche ich auch ein paar billigere Sachen, ne? Damit wir uns dem richtigen Preis annähern können. Oh, der Hammer wird wieder zu schwer sein, oder? Ja, der kommt raus. Ah, das ist schon zu schwer. Aha, gut. So, hey, danke fürs Reinfollowen, Rick. Tauschen wir. Ich möchte gern mein Geld zurück. Scharfschützengewehr ist einfach schon viel zu wertvoll, ne? Das ist schon zu krass. Ach, guck mal, da kommen wir der Sache jetzt schon näher. Wenn ich vielleicht die Lederjacke wieder rausnehme? Ja, weißt du was, ich schenke dir den 100er, komm. Whatever. Oder? Wie viel Zigaretten wieder zurückkaufen? Genau, das machen wir. Vielleicht ein Wurfmesserchen? Ja, ist schon wieder zu teuer. Aber dann kaufe ich die Zigaretten wieder zurück und das ganze Geld und dann habe ich quasi wieder fast alles, was ich in ihn reingesteckt habe. Okay, cool. Jetzt will ich aber nochmal mit dir reden, bitte. Modifizierte Waffen. Klar, das kann ich. Er schaut sich mein Equipment an. Aber du siehst nicht so aus, als hättest du was, mit dem ich arbeiten kann. Bring mir eine jungfräuliche, ich meine normale Pistole und Gewehr. Und dann kann ich dir vielleicht helfen. Okay, tschüss. Schauen wir mal, da haben wir doch vielleicht noch was. Also mein Scharfschützengewehr und... Ach so, den Flammenwerfer habe ich jetzt noch gar nicht im Inventar.
Ich nehme mal die 10mm Pistole, aber ich nehme mal noch ein paar andere, eher Standardwaffen jetzt ins Repertoire, ins Inventar. Dann gucken wir mal, was er uns da verbessern kann. Scharfschützengewehr weiß ich, dass nicht geht. Tommy Gun wäre vielleicht noch interessant. Oh, schauen wir mal. Ich denke, mit der 10mm Pistole, wenn ich mich erinnere recht, dann kann er auf jeden Fall was anfangen. Eins meiner Gewehre. Okay, könnte Aufsätze brauchen. Er sieht sich die Rifle an. Ich kann ein... Oh Gott. Er kann ein Scope, also ein Zielvisier auf mein Hunting Rifle packen. Mein Hunting Rifle für 2300. Also wieder mein ganzes Geld. Aber will ich wirklich unbedingt einen Scout? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ist schon gut. Vielleicht ein andermal. Aktuell sehe ich dafür keinen Bedarf. Okay, cool. Schön, dass wir die Händler gefunden haben. Jetzt reden wir einfach mal ein bisschen mit den Leuten hier, ne? Wir müssen immerhin hier ein Minenmodul für Marcus finden. Mal gucken, was die Leute so zu uns zu sagen haben. Gegrüßt seist du, mein Sohn. Was kann Vater Tully für dich tun? An diesem schönen, schönen, in dieser schönen, schönen Reno-Nacht. Es ist eigentlich Tag. Ich habe ziemlich sicher vorgespult, aber gut. Es ist, er kann das sogar sagen. Okay, es ist eigentlich Tag, Vater. Ja, ich habe wohl verschlafen. Sonst wäre mir das aufgefallen. Naja, aber was zur Hölle hast du gesagt? Wer bist du? Vater Tully, zu Diensten. Ich bin der spirituelle Berater der guten der Leute von New Reno. Und ich nehme an, betrunken ist der einzige Weg, wie sie das leisten können. Ja, natürlich nicht. Ich verstehe jetzt, dass er betrunken ist. In der Vergangenheit. Da war ich noch im Geiste rein, aber die Verführungsunion hat mir dabei geholfen, diesem Lasser beizugeben. Ihr wisst schon. Er hat aufgehört zu saufen, will er mir sagen, während er besoffen ist. Die Temper, was? Jetzt bin ich nüchtern und trocken. Dank Miss Wright. Ihre Seele möge gesegnet sein. Ich bin clean seit über einem Monat jetzt schon. Oder war es eine Woche? Oder, ich weiß nicht mehr. Aha. Trocken wie Sand, ne? Wie viele Finger halte ich gerade hoch? Boah, sind 6? Oder 3? Sehr gut, beide Antworten sind richtig. Ich habe noch andere Fragen. Hast du jemals was von einer Vault 13 gehört? Vault 13? Boah, keine Ahnung. 13, Vault City ist nordwestlich von hier. Das ist vielleicht, wonach du suchst. Ja, vielleicht. Ja. Entschuldigung, dass ich frage, aber du hast nicht zufällig eine Bottle Schnaps für mich, oder? Ich brauche was für meinen Gottesdienst und mein Hals ist so... ich befürchte nicht, tut mir leid. Ja, ist schon in Ordnung. Ja, kann ja mal fragen, ne? Ja, tut mir leid. Wer bist du gleich nochmal? Vielleicht komme ich zurück, wenn du nüchtern bist. Ich würde jetzt wirklich gerne in das neue Gebiet gehen, ne? Das würde mich schon sehr interessieren. Aber jetzt, wenn wir schon in New Reno sind... Er hat mit Nicht-Trinken aufgehört, ja. Genau.
Gehen wir mal ins gegenüberliegende Gebiet. In die ganze Casino-Geschichte. Ah, da waren wir, glaube ich, schon. Ne? Da leben, glaube ich, nur die Rides. Wenn mich nicht alles täuscht. Irgendwie habe ich gerade keinen Bock, mich auf die ganze Casino-Geschichte einzulassen. Das ist irgendwie so ein ewiger Rattenschwanz mit so vielen Sub-Stories und so. Das ist zwar ganz cool, aber da habe ich jetzt irgendwie keinen Bock drauf. Ich will lieber ein bisschen erkunden. Ich will ein bisschen erforschen. Ich will eine anständige, schwere Waffe oder Munition für meinen Flammenwerfer. Apropos Cassidy. Wir haben noch kurz was zu besprechen, bitte. Ja? Ja. Gib mir doch mal eben schnell meinen Flammenwerfer wieder. Wahrscheinlich wirst du dafür ein paar andere Sachen von mir nehmen müssen. Ein paar mehr Sachen noch. So, danke. Nicht, dass ich den aktuell benutzen könnte. Aber ich vermisse ihn. Ich will bedrohlich aussehen, zumindest mit meinem Flammenwerfer. Gehen wir ins neue Gebiet, das voller fleischfressender Pflanzen ist. Da kriege ich wahrscheinlich auch keine schwere Waffe, aber gut. Ich will es mir mal anschauen, das neue Gebiet. Halt, stopp, vielleicht speichere ich vorher lieber mal. Das wäre vielleicht eine gute Idee, vorsichtshalber. Wartet mal ganz kurz. Ich höre den Hund unten winseln und ich bin mir nicht sicher, ob der vielleicht kurz raus muss. Ich bin sofort wieder da. Zack, Musik aus, so schnell kann es gehen. Weiter geht's. Na, ja, okay. Sehr gut. Wo waren wir stehen geblieben? Habe ich schon gespeichert? Ich glaube schon, let's go. Auf in den neuen Bereich EPA. Oh nein, oh Gott, shit. Oh, ich weiß nicht, ob wir mit Aliens fertig werden, wie sie bis jetzt noch heißen hier. Ich weiß nicht, ob wir mit denen fertig werden. Ich werde es mal versuchen, aber die sind hart. Warum habe ich nur 3 Aktionspunkte? Weil ich gerade im Inventar war, ne? Ja. Alles gut, ich überspringe mal meinen Zug. Ich glaube, die machen uns so fertig. Die sind so krass. Ah, Sulik! Ah, Vic! Okay. Mit unserem Team hier und der neuen Bewaffnung, die wir haben. Vielleicht haben wir doch eine Chance, aber die sind trotzdem zu krass. Ich glaube, die sind zu krass für uns. Und es sind so viele, aber ich werde es versuchen. Ich werde auch versuchen, mitzukämpfen. Auch wenn es ziemlich sinnlos ist. Aber hey, ich habe 3 Schaden gemacht. Den Rest überlasse ich euch. Nein! Nicht gegenseitig euch erschießen, bitte. Das ist ganz schlecht. Ja, wenn Zulik trifft, ne, dann haut er rein. Aber guckt euch an, wie tough die sind. Die sterben einfach nicht. Und es sind viele. Machen mir jetzt nicht super viel Schaden einzeln, aber auf Dauer. Oh, und die sind sehr radioaktiv anscheinend auch. Kriege ich wirklich von denen Radioaktivitätsschaden? Das ist mir neu, aber das muss nichts heißen. Kann schon sein. Oder ist die Gegend hier so schwer verstrahlt? Beides nicht optimal. Oh, die sind zu tough. Die sind zu tough. Die schaffen wir nicht. Und die schaffen uns dafür ganz gut. Also mich. Ich bin jetzt, glaube ich, tot. Und ich bin verstrahlt. Die machen definitiv Strahlungsschaden. Dammit. Vielleicht sollte ich erstmal eine rauchen. Gut. Und jetzt, wo das erledigt wäre, nehme ich mal Stimpaks. Ich glaube, wir müssen einfach neu laden. Das ist viel zu krass hier. Und ein Redaway. Und jetzt ist mein Zug schon beendet, leider, dadurch. Guckt euch das an, die sterben einfach nicht. Die sterben einfach nicht, wir kriegen die nicht klein. Ich bin schon wieder radiofiziert.
Boah, die hauen rein. Nein, sind zu viele. Oh. Wenn das der Kampf ist, der uns ungefähr da in diesem neuen Gebiet erwartet, vom Schwierigkeitsgrad her meine ich jetzt, dann gute Nacht. Ich schaue jetzt mal, ob der Kampf gewinnbar ist. Wenn ja, dann nehme ich den mit. Aber ich schätze mal, den müssen wir neu laden. Tut mir jetzt schon weh um das ganze Redaway, das ich nehmen muss. Aber es hilft ja nichts. Wer weiß, wie verstrahlt wir sind, ne? Das sieht nicht gut aus. Ich muss mal gucken, wie viel HP die eigentlich haben. 120 HP. Und wir machen mit unseren Waffen, wenn es gut läuft, so 20. Wenn das ein bisschen weniger wäre, ne, wenn es nicht so ein Riesenrudel wäre. Einer ist tatsächlich fast tot. Wenn es ein bisschen weniger wären, könnte man das sogar gewinnen. Aber ich mache mir jetzt sehr viel Sorgen um meine Verstrahlung vor allem. Der Stimpak-Verschleiß tut mir im Geldbeutel weh, weil holy shit. Und ich nehme jetzt mein letztes Redaway und ich bin immer noch radioaktiv. Das ist halt nicht gut. 12 Schaden, 15 Schaden, er muss nachladen. Ah, cool, hat aber immerhin noch einen jetzt getötet. Aber trotzdem, das müssen wir nochmal laden. Hey, mit ein bisschen weniger werden wir fertig. Ich bin ehrlich gesagt erstaunt, dass wir es überhaupt schon mit denen aufnehmen können. Ich habe die noch viel schlimmer in Erinnerung. Aber der radioaktive Schaden, den die anscheinend auch noch machen, an den ich mich wirklich gar nicht mehr erinnern kann. Ist das so ein Mod-Ding? Auf jeden Fall ist das krass. Ich werde jetzt mal auf gut Glück weiterkämpfen, ohne mich nochmal zu heilen, aber ja, nee. Jawohl! Schade. Ich glaube, hätte Cassidy den einen jetzt umgebracht, ja, dann hätten wir überlebt, tatsächlich. Ja, gut, okay. Ist auch besser so, glaube ich. Ist es jetzt abgestürzt? Nee, da ist es wieder. Okay. Laden wir nochmal den letzten Save Game, habe ich ja eh kurz vorher gespeichert. Und ich versuche die Reise jetzt einfach nochmal. Jetzt weiß ich ja, dass wenn nochmal Aliens kommen, dann hauen wir ab. Dann laufe ich, so schnell es geht. Den Versuch war es wert. Die Hälfte von denen hätten wir easy geschafft, ja. 1, 2, 3, 4, die 6 Stück. Wie viel waren es denn vorher? Nicht sehr viel mehr, aber ein bisschen mehr, glaube ich. Da waren um mich rum mindestens 4, wenn nicht mehr. Und bei Sulik waren 2. Vielleicht waren es genauso viel. Aber die sind jetzt ein bisschen weiter weg. Ich würde es echt mal versuchen. Ich glaube, ich gehe einfach mal ein bisschen weg. Ja, das ist blöde. Jetzt laufen mir meine Begleiter leider hinterher. Okay, mit einen kann ich vielleicht tanken. Ah, wenn ich jetzt meinen Flammenwerfer hätte, das wäre gut. Warum nimmt er jetzt eigentlich ein Messer, Lenny? Was ist denn los? Sulik darf das.
Cassidy, denk an dein Herz. Du kannst nicht alle tanken. Ja, das wird Cassidy jetzt diesmal nicht lange durchhalten. Oh, und schon ist er tot. Ja, okay. Also nicht mehr gegen die kämpfen. Jetzt, okay. Wenn es 4 sind vielleicht. Vorher 7 oder so. Ja, wenn es 4 sind, mit vier werden wir fertig. Aber alles, was drüber geht, ist albern. Und die sind eigentlich, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, immer in ziemlich großen Gruppen unterwegs. Also, ne. Oh, Zentauren und Floater, die hatten wir tatsächlich auch noch nicht, ne? Die kann ich jetzt gerade gar nicht mehr so ganz einschätzen, aber ich glaube, die sind eigentlich nicht so tough. Ich glaube, die könnten wir schaffen. Ja, vielleicht sind die doch tough. Der hat jetzt schon ziemlich viel weggetankt. Okay, die Floater machen Lenny gerade nicht wirklich viel Schaden, aber schubsen ihn ganz schön um. Na, jetzt landen sie doch ein paar gute Treffer. Vielleicht sind wir noch nicht bereit für das Gebiet, aber ich werde es trotzdem versuchen, dahin zu kommen. Ist mir wurscht. Uiuiui, kritische Treffer, vergiftet. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Vielleicht schaffen wir das doch auch nicht. Wie viel HP haben denn so Zentauren? 175. In der ersten Runde haben jetzt unser ganzes Team alles in den Rhein gepustet, was wir hatten, und wir konnten ihn nicht mal halb töten. Ich glaube, den Kampf verlieren wir auch. Wir sind noch nicht so weit. Lenny ist ein sehr guter Tank, aber ewig wird er das auch nicht wegtanken können da unten. Und ich schon gleich gar nicht. Eieiei. Die Barium-Floater wären schlimmer. Vielleicht, ja. Ja, vielleicht. Wie viel HP hat jetzt der eine noch, der mich dauernd verfolgt? Ah, der ist jetzt erst dreiviertel tot. Und ich bin vergiftet. Ich laufe einfach mal eine Runde weg. Das wäre so gut. Ja, gut. Rick kämpft weiter. Gut. Ah, Lenny. Ich muss mal gucken. Der kann nicht mehr lange durchhalten. Sulik steckt auch ein bisschen was ein. Ah, Lenny was killed. Ja, okay. Jetzt ist vorbei. Zentauren habe ich voll unterschätzt. Der ist aber auch Minen-Zentaure. Ist der vielleicht krasser? Ne, der Nicht-Mine hat von den HP her ein bisschen weniger. Kann schon sein, dass der Minen besonders heftig ist, deswegen. Naja, okay, nochmal das Ganze. Aller guten Dinge sind 3. Diesmal weglaufen. Ganz egal, was kommt, weglaufen. Ich will endlich mal ankommen, wenigstens bei der EPA. Ich will mir das mal anschauen. Alexa, für was steht die Abkürzung EPA? Übersetzt von Amphis.com. EPA steht für Environmental Protection Agency. Environmental Protection Agency. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, könnte dieses Gebäude so ein bisschen was mit dem Plot aus Fallout 3, also dem nicht erschienenen Fallout 3, zu tun haben. Ich glaube nämlich, da ging es auch um so eine Umweltbehörde. Ich bin raus hier. Flieht, ihr Narren!
Das war ein böser Treffer. Aber der steckt das schon weg, Cassidy. Alles gut. Cassidy, durchhalten. Ich bin gleich auf der roten Zone. Und aus irgendeinem Grund bist du dann aus der Bredouille gerettet. Hinterfrag's nicht. Ah, come on. Ich stehe doch schon im Roten. Das ist doch Cheaten hier. Cassidy, nicht sterben. Nee, der easy. Easy steckt er das weg. Okay, komm schon, wir haben es fast geschafft. Ich dachte schon, weißt du, jetzt stürzt das Spiel ab. Man kann den Ort nicht betreten, weil es verbuggt ist. Das wäre lustig gewesen. Okay, wir sind hier. Vorkriegsgebiet, in dem angeblich niemand war. Oh, hier hat eine Pflanze einen Red Scorpion gekillt. Sehr viele Pflanzen auf dem Gebiet. Große Parkanlage, große Kanalisationsanlage, große Wasseraufbereitungsanlage, große Halle, großes Gewächshaus, kleine Halle, kleines Gebäude. Das sieht aber definitiv nach einem Nachkriegsgebäude aus. Das sieht aus wie was, das man quasi ne, mit Vault-Tec-Technologie dann zusammengeflickt hat. Das ist ja interessant. Okay, wir werden aber mittlerweile mit ein paar Pflanzen fertig, oder? Wir haben jetzt hier normale Pflanzen, glaube ich. Oh nein, das sind EPA-Pflanzen. Das sind spezielle anscheinend. Sollte ich nicht unterschätzen, die haben eigene Namen. Hideously Mutated Spore Plant. Okay. Das sind anscheinend nochmal mutierte Mutanten, extra mutierte Mutanten. Ja, Riesenkuppel ist es nicht, aber schon ein großes Gewächshaus, ne? Ich bin gespannt, was wir da drin vorfinden. Gehen wir mal in den Kampf mit den Pflanzen hier. Die können uns auf jeden Fall schon mal Schaden machen, auch schon im Fernkampf. Die Frage ist, wer macht wem schneller Schaden? Und mehr. Ich bin leider wie immer nutzlos. Aber ist schon okay. Wissen wir ja mittlerweile. Ich kann ein bisschen tanken. Nein! Vic! Vic wurde kritisch erwischt, aber er lebt. Zulik hat ordentlich ausgeteilt. Sehr schön. Oh, ich habe auch getroffen. 13 Hitpunkte. Ich habe einige Blätter von der Pflanze zerschnitten. Da wird sie sich aber ärgern. Jawohl, erste Pflanze tot. So nämlich. Nice, ich speichere das mal. Das ist ein Triumph, der speicherungswürdig ist. Und jetzt nehme ich mal ein paar Stimpacks, hilft nichts, wenigstens zwei. Und dann schauen wir mal, dass wir die Pflanze noch klein kriegen. Ich habe kritisch daneben gehauen und meine Waffe fallen lassen, ey. Ohne Scheiß. Hab mal Gerüchte gehört, dass man im Fallout 1 oder 2 die Mad Max Donnerkuppel finden kann. Die höre ich zum ersten Mal. Nee, wüsste ich jetzt nichts davon. Okay, Kampf ist erstmal vorbei. Das haben wir geschafft, immerhin. Mit zwei Pflanzen werden wir fertig. Zwei Blumen schaffen wir schon mal. Gut. Dann können wir schon mal in das erste Zivilgebäude schauen. Vorausgesetzt, wir können die Tür öffnen. Die sieht schon specialig aus hier. Aha. Okay. Gucken wir mal.
ein Werkzeug und eine Metallstange. Ich kann leider nichts mehr tragen. Ey, ich muss dringend jetzt mal ein bisschen Inventar loswerden. Sulik, du kriegst jetzt mal alles, was ich gerade nicht unbedingt brauche. Zigaretten, Snipergewehr, die drei Dinger hier, Mantets, das behalte ich mal, wer weiß. Ich weiß auch nicht, was wir mit Brille, Koffer, Gummipuppe, Kondom, alles hier, warum? Die Gecko-Holodisc kriegst du auch mal vorübergehend. Ich glaube, wir brauchen das ganze Zeug gar nicht mehr eventuell. Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall kannst du es mal vorübergehend tragen. Tagebuch. Ich weiß nicht, ob die Dinger was wiegen, aber nimm mal drei davon. So, dürften wir gleich ein bisschen leichter sein jetzt mal. Ich denke, das ist Bullshit, ja. Also zumindest die Special-Begegnungen, so kenne ich alle. Ich wüsste jetzt auch nichts, dass ich irgendwie so auf die Donnerkuppel beziehen würde. Also ich glaube nicht, dass das stimmt. Aber google halt einfach mal. Ein Bohrer und eine Sprühflasche. Hä? Ja, weiß ich auch nicht, was die Zigaretten bringen. Der Mod hat auch einige neue Items hinzugefügt. Deswegen keine Ahnung. Na gut, ich glaube, in dem Schuppen hier sind wir erstmal fertig. Aber was ist das da für ein Kasten? Ach, ein Cola. Cola-Kühlkasten. Ich speichere mal nochmal. Ich bin nervös hier. Die Tür ist verschlossen. Schauen wir mal, ob die jemand öffnen kann. You failed. Okay. Aber wir haben doch ein Schlossknackset, ne? Nein, komm, aufhören. Ich möchte das da hinschieben. Ah. Okay, nee, schaffen wir auch damit nicht. Schauen wir mal, ob wir von vorne ins Tor kommen, aber da warten wahrscheinlich Pflanzenkämpfe auf uns. Kriegen wir auch nicht auf. Nee. Wir könnten es von hinterm Haus mal versuchen. Vielleicht haben wir da mehr Glück. Vielleicht gibt es da irgendwo einen Hintereingang. Ah, da oben ist zumindest ein Eingang. Sieht interessant da drin aus. Ganz viele Ratten. Schauen wir mal. Ob wir da vorbeikommen. Nee, müssen wir so rumgehen. Ja, dann hilft es nichts. Sind die nur sehr viele Pflanzen? Sind nur sehr viele. Okay. Gut. Let's go. Ich gehe mal hier hin und lass mal meine Truppen ein bisschen sammeln, damit die nicht ganz so weit wegstehen, wenn der Kampf losgeht. Hey, Mr. Robot. Ja, Fallout 2 geht immer wieder mal. Das spiele ich auch gern alle paar Jahre. Immer wenn ich so die wichtigsten Details vergessen habe, damit ich immer wieder auch überrascht werde, dann habe ich wieder Bock auf Fallout 2. Es gibt natürlich ein paar Sachen, die man nie vergisst, ne? Aber so ein paar Details in den Quests, wo man sich dann immer denkt, ah, wie war das jetzt gleich nochmal? Wenn ich mich da nicht mehr erinnern kann, dann weiß ich, dass es wieder Zeit ist für eine Runde Fallout 2. Das waren gute Treffer. Sehr cool, ey. Scharfschützengewehr ist halt nice, ne? Wegen der Reichweite auch. Jawohl, Kampf gewonnen. Gut gemacht. Können wir den Kampf beenden? Ja, der nächste Kampf geht eh gleich los, ne? Lang haben wir eh nicht Pause. Kurze Verschnaufspause.
bis zum nächsten Pflanzenkampf. Das sind jetzt zwei normale. Eine mutierte da oben, auch zwei normale, eine mutierte. Hier nochmal eine mutierte, gemeinerweise hinterm Sumpf. Schauen wir mal, dass wir da möglichst nicht in den Kampf involviert werden. Aber hier müssen wir jetzt auf jeden Fall nochmal rein. Die hauen schon ordentlich rein hier. Darf man nicht unterschätzen, die Blümchen. Aber Sniper Cassidy, die haut zum Glück auch rein. Und wenn Zulik mal im Nahkampf ist, dann teilt er auch ordentlich aus. Die epische Pflanzenanlage, genau. Sind die hellrosa Skelette lootbar? Ich weiß gerade nicht, welche du meinst. Meinst du das da? Ich glaube nicht, dass das lootbar ist. Oh, die Pflanze ist tot, aber ich befürchte, wir sind eingeloggt. Das kann jetzt ein längerer Kampf werden. Schauen wir mal. Ich glaube, ich überspringe mal kurz den Zug und guck mal. Okay. Genau, soll mal die Fernkämpfer machen hier. Ist vielleicht ganz gut. Okay, cool. Wir haben die jetzt einfach aus der Entfernung weggeschossen. Easy. Grüner Schleim, spring rein. Vielleicht wirst du zum Supermutanten. Na, das wäre cool. Gut, dann müssen wir uns jetzt leider noch auf die drei da oben stürzen. Bleibt uns nichts anderes übrig. Befürchte ich. Ah, ich kann hier vorbeigehen. Ich weiß nicht warum, aber okay. Gut. Wo ist denn hier die Tür jetzt? Da müsste sie sein. Die Tür ist auch verschlossen. Schade, kriegen wir auch nicht auf. The lock is now jammed. Nein! Aber wartet, ist überhaupt nicht schlimm. Ich habe gerade gespeichert. Ah, guck mal, da liegt aber jemand. Ein starker Bauer. Den starken Bauern könnten wir schon looten. Wer weiß, ob der nicht vielleicht einen Schlüssel oder sowas hat. Jetzt versuche ich nochmal vorsichtig mein Schlossknackset auf die Tür hier. You failed to unlock. Nee, okay, da kommen wir einfach noch nicht rein. Ich hoffe, wir finden da irgendeinen Schlüssel oder so, weil da würde ich schon ziemlich gern reingehen. Aber dann schaue ich jetzt mal, dass wir uns tatsächlich mit den Pflanzen annehmen, damit ich den starken Bauern looten kann. Ah, kann ich auch so? Hat leider nichts. Warum greifen mich die Pflanzen nicht an? Nicht, dass ich mich beschweren würde, ne? Aber es wundert mich. Das sieht ein bisschen aus wie ein Hauptgebäude, oder? Ziemlich groß auch. Ziemlich viel Pflanzen davor. Trotzdem werde ich jetzt mal versuchen, hier hoch noch zu gehen. Das Glas unter der Cam wäre ein Skelett. Ach so, das da. Sehr gut. Wer hat jetzt gerade angegriffen? Ich habe es nicht gesehen. Sollen sich die anderen drum kümmern? Die war es anscheinend. Da gehe ich jetzt gar nicht erst hin, weil das lohnt sich überhaupt nicht. Wo ist denn bitte Cassidy? Warum wird denn Cassidy dauernd kritisch von der Blume getroffen? Cassidy ist fast tot. Ach du Scheiße. Nicht so geil. Und die anderen haben irgendwie gar nichts gemacht, ne? Das war jetzt irgendwie ein weirder Bug, weil irgendwie war niemand in den Kampf involviert, außer Cassidy und die Pflanze. Das war komisch. Naja, hilft nichts. Müssen wir nochmal. Okay, gehen wir nochmal rein. Au, meine Güte, die tun schon weh, trotz krasser Rüstung. Das sind heftige Pflanzen. Für was habe ich jetzt hier eine Spraycan und einen Bohrer eigentlich? Electric Powered Drill. Eine Sprühpflanze, die kann verschiedene Pflanzen töten.
Starker Bauer ist beim Landwirtschaftssimulator ein Mod. Okay. Alles klar. Sehr gut, Cassidy hat Lenny gerade ziemlich umgebracht. Jetzt benutze ich mal das Pflanzengift. Ja, instant töten, okay. Das ist nice. Wie viele Anwendungen habe ich davon? Das ist aber lustig. Okay, damit werden die Pflanzen gleich ein bisschen weniger gefährlich. Wisst ihr was, ich lese jetzt hier mal mein Medizinbuch. Und lese noch eins. Okay, cool. Und jetzt warten wir schnell, bis es wieder Tag wird. Heilen wir uns auch ein bisschen? Wisst ihr was, wir können ja einfach schnell warten, bis die ganze Party geheilt ist. Ist ja wurscht. Wie viel Schuss hat die Sprühdose? Das wäre interessant. Ich werde die nochmal untersuchen. Aber cool ist das schon mal sehr. Okay, ein paar sind anscheinend ganz schön angeschlagen von unserem Team. Sonst würde das Heilen hier nicht so ewig lang dauern. Wow. Irgendjemand ist sehr angeschlagen. Ist eh höchste Zeit, dass wir uns hier heilen. Wahrscheinlich ist es jetzt voll radioaktiv und wir sterben voll. Okay, aber jetzt warte ich noch bis 8 Uhr morgens. Und jetzt speichere ich mal irgendwo. Wie hieß das jetzt gleich nochmal? P. E. Irgendwas. Okay. Wenn ansonsten müsste mir ja angezeigt werden. Warte mal, der Flammenwerfer hat Munition drin? Seit wann hat der Flammenwerfer Munition? Ich habe 4 von 5 Flammenwerfer-Munition. Weil das der war, den Cassidy im Inventar hatte. Ich habe meinen leeren verkauft und der von Cassidy hatte noch was drin. Oh, nice. Ich meine, jetzt haben wir eh das Pflanzengift, ne? Das ist auch cool. Aber cool. Oh, die hauen so rein, die hauen so rein. Wirklich mies, die Dinger. Gerade die braunen, die sind schon heftig. Okay. Na gut. Wisst ihr was? Ich glaube, ich mache schnell Pause bis 8 Uhr morgens. Paar HP wieder heilen vielleicht. Damit ich nicht so viel Stimpacks verbrauche. Hinten raus freue ich mich. Okay, dann haben wir nur noch eine grüne Pflanze und dann können wir wahrscheinlich relativ easy in... Ja, hier liegen die ganzen Samen von denen rum. Ah, guck mal, hier liegt Chunk aber nur. Da drin ist auch nochmal Chunk. Schau mal schnell, ob auf dem Gelände noch irgendwo Loot liegt. Ganz viel Chunk, Chunk, Chunk. Naja, schauen wir mal. Was? Ich meine, warum will ich unbedingt in das Gewächshaus? Sind da nicht wahrscheinlich noch viel mehr von den Pflanzen drin? Aber okay, schauen wir mal. Pflanze ignoriert uns. Nein, rein mit dir, nicht außen rum gehen. Was ist los? Jep, werden wir schon begrüßt von der Pflanze. Autsch. Autsch, autsch, autsch. Und tot. Mist. Gleich die nächste. Oh, die könnte uns jetzt töten. Und tut sie auch. Oh. Dein
krasser Bereich. Aber anscheinend hat die Sprühdose zumindest unendlich Munition. Okay, wisst ihr was? Wenn die Pflanze mich nicht angreift, ich gehe kein Risiko ein und sprühe die einfach weg. So, okay. Gut. Das kann man gleich nochmal speichern. Das ist ein Erfolg. Habe ich dafür Erfahrungspunkte eigentlich bekommen? Nee, dafür gibt es keine Erfahrungspunkte. Gemein. Ah, shit. Nee, die sieht mich schon auf die Entfernung. Die tötet mich jedes Mal. Ich muss mich doch mehr heilen, bevor wir da reingehen. Hilft nichts. Die Kavallerie kommt sonst zu spät. Oh, da sind auch noch oben. Oh, da geht's ganz schön zu pflanzentechnisch. War da eine Leiter nach unten? Habe ich. Oh, jetzt habe ich das Spiel beendet. Einmal zu oft Escape gedrückt. Aber war da eine Treppe nach unten? Kommen wir da in den Untergrundbereich? Spannendes, spannendes Gebiet. Schauen wir mal. Krieg. Krieg mal. Deinen Scheiß gebacken hier. Die Pflanzen wachsen neben giftigen Schleim. Was zum Teufel ist denn die Sprühdose, dass das es direkt tötet? Hm? Gute Frage, das wollen wir gar nicht sicher. Weißt du was, aber vielleicht ist das so ein Captain Planet Ding. Das ist einfach Wasser, pures Wasser. Und wir waschen denen quasi den Giftschleim vom Körper und dadurch werden die dann so rein. Versteht ihr? Dass ich komplett vergessen habe, dass ich eigentlich mich kurz ausruhen wollte. Und dann sterben die durch Sauberkeit. Wie der Böse. Es gibt doch die Folge mit dem bösen Captain Planet. Captain Jupiter. Was weiß ich. Und bei dem ist es doch dann irgendwie so, dass der Dreck machen kann. Aber wenn er gereinigt wird, dann stirbt er. Oder irgendwie sowas. Ist lange her. Ach, wir sind schon geheilt. Nice. Let's go. Ghoul Boy? Oh nein, Cassidy mag keine Ghule, ne? Ach, Arschloch. Der hat gerade hier Lenny beleidigt. Das finde ich nicht gut. Wir sind hier eine... Wir sind ein Team. Wir sind basically eine Familie. Ich will so einen Scheiß nicht mehr hören, Cassidy. Lenny gehört genauso zu uns wie jeder andere. Wenn es dir nicht passt, dann pack dein kaputtes Herz ein und geh. Marcus nimmt jederzeit gern deinen Platz ein. Sag dir, wie es ist. Aber erst müssen wir ganz viel Quests für ihn machen und so lange kannst du noch dabei bleiben. Ah, Lenny läuft durch die Suppe. Anscheinend gibt es hier einen Seiteneingang. Und Lenny läuft da voll durch. Und hat noch eine Pflanze in den Kampf verwickelt. Jetzt muss ich wirklich auf die Textanzeigen unten gucken, damit hier niemand stirbt. Der Dosis Anti-FEV. Ja, Daylight. Gerade hatten wir es noch bei Resident Evil. Daylight in der Dose. Ich glaube, ich warte mal, bevor ich weitergehe zu den oberen Pflanzen. Ah, shit, die ist schon aktiv. Nein! Aber wenn ich da jetzt hingehe, werden die beiden auch aktiviert. Wir haben jetzt eine blöde Situation hier. Gefährliche Situation. Oh, das ist wirklich schlecht. Ich speichere mal da unten bei Kampf. Weil das ist jetzt eine Situation, die wir eventuell öfter laden müssen. Ich guck mal, ob die beiden eingreifen, wenn ich da hochgehe. Muss nämlich nicht unbedingt sein. Doch. Doch, die sind mit dem Kampf. Das schaffe ich nicht. Dafür stellt sich gerade mein Team leider auch zu dumm an. Das ist wirklich scheiße. Ist leider wirklich einfach so. Meine NPCs wissen gerade nicht so ganz, was die tun sollen. Alle sind irgendwo verteilt, laufen durch giftige Pfützen. Ah, es ist gerade ein bisschen frustrierend. Gucken wir mal, wie viel Reichweite die Dose hat. Nicht genug. Ja, genau. Und dann erschießt ihr euch gegenseitig. Das ist doch gut.
Immerhin hat die eine Pflanze gerade die andere von hinten ganz stark erschossen, ne? Gut, Cassidy ist zumindest mal mit der da fertig geworden. Ich kann die wegsprühen, wenn meine Leute nicht alle so im Weg stehen würden. Aber ich kann jetzt leider nicht mehr ins Inventar mich heilen. Ich speichere das jetzt mal nochmal. Oh, kann ich nicht, nee. Aber ich weiß nicht, ob ich die Runde überlebe. Das ist jetzt gerade das Problem. Shit. Das war ein harter, kritischer Treffer und dann werde ich gekillt. Schade, lief gut. Lief gut und dann waren plötzlich alle tot. Oh. Der Spielstand konnte nicht geladen werden. Oh. Corrupted oder was? Ey, zum Glück habe ich gerade mal wieder auf einem anderen Savegame gespeichert. Shit, tatsächlich. Savegame korrupiert. Oh Gott, ich hoffe, es ist nur das eine Savegame. Sonst, das wäre... Würde ich mich nicht freuen. Okay, gut, das geht. Gut, bevor wir in die Halle gehen. Ah, scheiß Halle. Wenn Lenny nicht außen rumgelaufen wäre, wäre alles ein bisschen besser gegangen. Aber wisst ihr was, wir müssen nicht unbedingt jetzt in das Gewächshaus. Wir können auch erstmal in die anderen Gebäude gucken. Und uns erstmal mit den Pflanzen anlegen, die hier draußen noch unterwegs sind. Es sind noch genug da. Oh, die hauen rein. Dafür, dass wir echt schon gute Rüstung haben, ne? Hm. Oh, aber das ist echt gefährlich, dass hier Savegames korrupieren können. Da muss ich wirklich auf mehreren Speichern speichern. Das ist halt ein gemoddetes Gebiet. Das gibt's halt im Hauptspiel nicht. Das ist gefährlich. Mache ich lieber mal einen zweiten Savegame extra für das Gebiet und speicher im abwechselnden Rhythmus. Was ist eigentlich Cassidy schon wieder? Der bleibt hinten. Okay, wir haben hier drei Pflanzen. Ich bin aber relativ gut geheilt. Ich glaube, die schaffen wir. Und tot. Nee, Quatsch. Das wäre lustig. Soll ich überspeichern gleich mal das korruptierte Savegame? Vielleicht macht es dann wieder Sinn. Die hauen so rein, die Pflanzen. Wie krass. Können die Pflanzen bitte so einen kleinen Dorn spucken, dass es mich umhaut und durch die Metallrüstung durchschlägt und, oh mein Gott, wirklich, ohne Scheiß. Ah, die sind ein bisschen sehr krass. Und dafür geben die ehrlich gesagt nicht genug Erfahrungspunkte. Ist halt wirklich blöd, wenn ich mich jetzt jede Runde heilen muss und nicht auf die zurennen kann. Ich muss jetzt mal riskieren, dass ich einfach mal hochgehe eine Runde. Weil sonst kriegen wir die nicht tot, weil meine Begleiter sind gerade auch ein bisschen dumm. Ja, ich überlebe die Runde nicht. Damn it! Das gibt's doch nicht. Krasser Scheiß hier. Wenn meine Begleiter ein bisschen klüger wären, wenn ich die, wisst ihr, wenn ich die außerhalb des Kampfes kommandieren könnte, dass ich denen sage, hey, geht vor, damit die in sinnvolle Position gehen. Aber die krebsen immer ewig weit hinten rum. Okay, gleich mal, ich lade auch gleich nochmal neu. Ich lade das Spiel neu und krieg gleich mal sowas von den krassen kritischen Treffer ab. Nicht schön. Die Natur findet einen Weg, ja. Gerade Sulik muss vorne mit dabei sein, sonst macht das keinen Sinn hier. Wie kaputt ist die Pflanze? 13 HP. Wir kriegen halt leider nämlich keine Erfahrungspunkte, wenn ich die mit dem Gift wegsprühe. Jetzt gebe ich denen nochmal eine Chance, dass die... Ah, die sind so scheiße. Die sind gerade leider wirklich echt scheiße. Was ist schon die nächste Pflanze involviert hier? Ich bin raus. Ich bin raus aus der Nummer. Macht, was ihr wollt. Okay. Ja, heilen wir uns mal, bis das Team vollständig geheilt ist.
Dann mache ich jetzt nach jeder einzelnen Pflanze einfach. Dann wird das schon was. Okay, es ist 1001. Das ist doch gut. Ich speichere mal. Wir brauchen... Oh, gar nicht mehr so viel. Wir brauchen jetzt noch knapp 3500 Erfahrungspunkte. Und für eine Pflanze kriegen wir 150. Das ist halt nichts. Vielleicht kriegen wir für die Braunen mehr. Die sind krasser. Schauen wir mal. Ah, ich bin wenigstens jetzt echt nah an die rangekommen. Und in einer Runde töten die mich nicht zu zweit. Das schaffen die nicht. Sehr gut. Cool. Geschafft. Also ausruhen. Ich finde das lustig, wie das schwer gepanzerte, schwer bewaffnete Team irgendwie eine Blume kaputt macht. Und dann machen sie erstmal 2 Tage Pause. Das ist erstmal so, okay. Puh, das müssen wir erstmal verdauen jetzt hier, den Kampf. Okay, dann gucken wir mal, ob wir in das Gebäude reinkommen und was uns da Schönes erwartet. Befürchte, es wird nicht besser. Okay. Wir haben hier ein paar Ratten, ein paar kaputte Robo-Brains. Was haben wir? Was ist das da? Brahminfleisch. Tod. War der Roboter nicht schon immer tot? Technisch gesehen? Wer weiß, wer weiß. Aufzüge. Okay, interessant. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt hier mal um. Ich gehe mal an den Computer hier. Hallo, willkommen zum Environmental Protection Agency, auch bekannt als EPA. Für ihre, zu ihren Gunsten oder sowas, informiert sie dieser Terminal über die verschiedenen Color-Coded Areas, die verschiedenen farbkodierten Bereiche. Okay. Unter wundervollen Forschungseinheit. Hey, die haben da einfach wirklich, glaube ich, Fallout 3 nachgebaut. Ich glaube, wir sind jetzt in Fallout 3. Wir sind jetzt im Famburen. Wir spielen jetzt Fallout Famburen. 3, 2, 1, go. Okay, wir können uns jetzt über die verschiedenen... Guckt euch an, wie viele Bereiche es schon alleine gibt. Ich glaube, da könnten wir echt jetzt coolen Scheiß erleben. Was gibt's denn im Sublevel Orange? Okay, Orange hat Konferenzräume, wo all die aufregenden Diskussionen geführt werden, eine Cafeteria mit köstlichem Essen und giftige Chemikalien. Gut. Wie sieht es in Rot aus? Sublevel Rot ist unser Security Department, also benehmen Sie sich lieber. Und ein kleines informatives Museum. Okay, interessant. Außerdem vergessen Sie bitte nicht Snacks zu kaufen und schauen Sie bei der öffentlichen Exekutionskammer vorbei. Disclaimer, Exekutionskammer könnte für Kinder im Alter unter 4 Jahren nicht geeignet sein. Okay, schauen wir uns mal das Sublevel Gelb an. Sublevel Gelb ist unser Energieversorgungsraum für unsere hervorragenden Hologramme. Und hier finden wir den Ort, wo jedermanns Lieblingsdrogen hergestellt werden. Mr. Cammy. Wegen limitierten Speichervorräten haben wir die giftigen Chemikalien in diesen Bereich verlegt. Also passen Sie auf, wo Sie hintreten. Okay, Indigo. Indigo ist, wo unsere brillanten Wissenschaftler einige topgeheime Experimente durchführen. Hört sich aufregend an, oder? Aber bitte denken Sie dran, unautorisierte Besucher in diesem Bereich werden bei Sichtkontakt sofort erschossen. Also, Eltern, passt auf eure Kinder auf und passt auf, wo sie lasst sie nicht unbeaufsichtigt rumwandern. Violett
ist unser Speicherkern und der Speicherort für die Daten des EPA und anderen Dingen, die nicht interessant für Besucher sind. Tut uns leid. Aber hier ist eine direkte Verbindung zum Sublevel Gelb, wo es interessantere Informationen gibt. Für die pharmazeutische Zukunft, Mr. Cammy. Okay, Grün, Sublevel Grün ist ein sehr aufregendes Level. Hier gibt es Arboretium, biologische Waffenforschung, faszinierende neue Kreaturen und die Lieblingsattraktion von jedem Kind, unser einzigartiger Streichelzoo. Okay, ich bin gespannt, was wir da für Kreaturen antreffen. Und dann haben wir noch Blau. Blau existiert nicht. Wenn dir jemand gesagt hat, dass er existiert, dann ist er ein dreckiger Lügner und höchstwahrscheinlich ein Kommunistensympathisant. Bitte melden Sie sich sofort bei dem Security Apartment in Sublevel Rot und handeln Sie entsprechend der Anweisungen. Danke, dass Sie Ihren Beitrag für die USA leisten. Okay, Sublevel Blue klingt interessant. Sublevel Blau ist spannend. Oh, was ist jetzt? Ach, eine Ratte. Okay. Ich schätze mal, da hilft das Gift nicht. Aber ich möchte jetzt auch nicht mit dem Flammenwerfer wegpusten. Oh Gott. Vic, kannst du bitte nicht Sulik umbringen? Das war witzig. Die schreiben das auch echt gut. Ich finde, die fangen den Fallout-Humor ziemlich gut in den Mod-Texten auf. Das machen die schon ganz gut. Da haben die echt gut gemacht. Schauen wir mal, was da in dem Schreibtisch ist. Aha! EPA-Pamphlete. Ich nehme die mal mit und einen Apfel. Ja, komm her, Ratte. Ich glaube, Ratten schaffe ich auch gerade noch. Yes! Wäre so lustig, wenn ich es jetzt nicht geschafft hätte und die Ratte in kritischen Treffer landet, weil es eine EPA-Ratte ist. Die super krass ist. Aber war nicht so. Jetzt schauen wir uns aber erstmal noch hier oben um, ne? Ich finde das ziemlich interessant, ziemlich spannend hier. Jetzt schauen wir uns erstmal noch ein bisschen hier oben um, bevor wir dann runtergehen in die unteren Bereiche. Failsafe, Gefahr, Speicher. Los geht's. Ist verschlossen. Ah, nee. I failed to pick the lock. Ja, wir können halt leider nicht Schluss knacken. Danke, Alexa. Danke für nix. Hier was drin, außer eine Ratte, die uns nicht angreift? Nee, dann gehen wir einfach wieder. Aha, jetzt fühlt sie sich doch ein bisschen belästigt. Ich bin ja fast auf die drauf getreten, das ist verständlich. Schauen wir mal auf ein Klo, was interessantes ist. Ein sehr dreckiges Klo. Ja, und sehr ungemütlich auch noch anscheinend. Schauen wir uns mal das Pamphlet an. Okay, können wir nicht wirklich damit interagieren? Bam. Wenigstens kann ich Ratten. Wenigstens kann ich es gerade so mit einer Ratte aufnehmen. So gut sind wir mittlerweile. Trinken nicht vergessen, da hast du recht. Ich habe das Gefühl, ich habe heute schon genug getrunken, aber trotzdem. Trinken ist immer gut. So. Okay, dann gehe ich mal noch darüber. In den Ostflügel, sage ich mal. Ich habe keine Ahnung, wo hier Himmelsrichtungen sind, aber es fühlt sich an wie ein Ostflügel.
Ah, hier gibt es quasi eine Verbindung, die wahrscheinlich schon ziemlich kaputt gegangen ist zwischen dem Gewächshaus und der Forschungsanlage hier. Ich verstehe. Oh, ach so, ich wollte gerade sagen, das sind zwei Leichen. Aber das waren nur die Köpfe von meinen Begleitern, die da rumstehen. Die sehen nur so geköpft aus gerade. Schauen wir mal, was wir hier drin haben. Können wir anscheinend nicht wirklich was machen mit den Computerkonsolen? Ich nehme mal eine Wissenschaftsfähigkeit. Irgendwann mal werde ich was lernen. Aber nicht heute. Soll ich Fallout speedrun? Ich glaube Fallout 1 und 2 könnte ich speedrun. Das könnte man vielleicht machen mal als Gag. Als Bonus. Vielleicht mal ein Fallout 1 speedrun, oder? Das wäre doch lustig. Ich kann leider mit den Computern hier nicht wirklich interagieren. Warum sind die überhaupt da? Zur Dekoration? Naja. Ich glaube, einen Fallout 1 Speedrun würde ich hinkriegen. Muss ich mir mal angucken. Wahrscheinlich gibt es mittlerweile schon wieder absolut verrückte Strategien, die wieder super hardcore schwer sind. Weil wieder irgendwer was gefunden hat, was ungefähr 3 Frames spart oder sowas. Okay, gucken wir mal, ob die Aufzüge noch funktionieren. Das wäre natürlich schade. Nein! Nein, da ist ein Problem mit dem Aufzug. Oh nein, sag mir nicht, dass das nicht geht. Nein, bitte. Die können mir nicht hier jetzt die ganzen Bereiche schmackhaft machen und dann kann man da nicht hin. Oh Gott, das wäre so traurig. Ich meine, ich könnte es voll verstehen, dass die das hier basically als Easter Egg für das eigentlich Fallout 3 gebaut haben. Aber die Bereiche, die da beschrieben werden, gibt's gar nicht. Okay, der Aufzug funktioniert nicht. Du musst einen anderen Weg finden. Das impliziert zumindest, dass es einen anderen Weg gibt, ne? Hm. Seil beim Schacht benutzen. Oh, bei dem kaputten Aufzugschacht ein Seil benutzen. Mhm. The elevator is broken with some effort. You could probably make your way to the bottom. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Sehr, sehr gute Idee. Aha, tatsächlich. Nice. Dankeschön. Da hätte ich jetzt nämlich nicht dran gedacht. Wir sind anscheinend in Orange gelandet. Was war Orange gleich nochmal? Ich weiß es nicht. Hier läuft noch sehr viel Strom. Wir haben hier Ratten und Mantis. Nix schlimm. Moment mal. Wir können mit dem reden. Das ist schon interessant. Leben hier intelligente Gottesanbeterinnen? Waffelmann, danke fürs Followen. Auch dir. Hallo. Das finde ich schon ein bisschen interessant jetzt. Red Scorpions, mit denen können wir auch reden. Oh mein Gott, sind hier intelligente Skorpione, Insekten, alles. Und kaputte Roboter. Die sind gar nicht kaputt, die sind nur deaktiviert. Hm. Ich speichere mal, das gefällt mir hier. Okay. Ich bin gespannt, ob die uns angreifen. Man weiß es nicht. Okay, die Ratten greifen uns definitiv an, aber gut, okay. Lebt jetzt die Ratte noch oder gegen wen kämpfen wir gerade? Ich sehe überhaupt nichts. Ich sehe keinen Gegner. Kann mir irgendjemand sagen, wer gegen wen kämpft? Ah, ich glaube, Sulik hat gerade noch eine Ratte umgebracht, oder? Ja, okay. Das sieht aus wie ein Atomkraftwerkreaktor, oder? Ist auch eine Powerplant Control Pump. Oh wow, die Ratte hat überlebt. Ist auch eine mutierte Ratte.
Sind die wahrscheinlich wirklich ein bisschen hartnäckiger als die normalen Ratten, aber nicht sehr. Nee, vielleicht sind die auch gar nicht hartnäckiger. Vielleicht laber ich Scheiße. Ah, schon wieder was Verschlossenes. Ich speichere nochmal, aber höchstwahrscheinlich können wir das leider nicht öffnen. Wir können nichts öffnen, leider. Oh, was haben wir denn hier? Ein kleines Stück Maschinerie, ein Lockpicker und, also ein elektronischer Lockpick. Den brauchen wir für die Gifthöhle wieder ganz oben und da kriegen wir irgendeine schwere Waffe, kann ich mich erinnern. Und ein Wasserchip. Das ist lustig, dass wir hier einen Wasserchip finden. Das wäre ein interessantes alternatives Ende für Fallout 1. Bunker Dweller kommt einfach hier zu der Epa, oder wie sie heißt, tötet ein paar Ratten, holt sich den Wasserchip und sagt, oh, nice, und geht wieder heim. Kriegt nichts mit vom Meister, von Supermutanten, gar nichts. Irgendwas greift mich an. Eine Ratte, okay. Ich bin immer noch gespannt, ob die Insekten wirklich freundlich sind. Zumindest die Ratten sind es schon mal nicht. Ja, manchmal haben wir deutschen Text. Ich habe ja eigentlich Fallout 1 auf Deutsch installiert, aber der Mod hat quasi sehr viele Texte im Spiel überschrieben. Alles, was irgendwie fehlerhaft war oder so, ne, haben die umgeschrieben. Und dadurch haben wir jetzt manchmal so Mischmasch. Manchmal deutsche Texte, manchmal englische. Je nachdem. Okay. Ja, noch eine Ratte. Kann ich jetzt endlich mal mit dem Mantis da vorne reden? Ich will wissen, was der zu sagen hat. Nein, schade. Okay. Ja. Können wir wohl doch nicht mit der reden. Aber seltsam, dass die so ein Gesprächssymbol hatte. Vielleicht bräuchten wir erst einen Übersetzer oder so. Jetzt ist Mantis leider tot. So, wo sollen wir eigentlich hin? Gibt es hier irgendwo Loot? Da unten sieht es noch interessant aus. Und da hinten sieht es auch interessant aus. Da könnten wir gleich mal reingehen. Die Frage ist, kommen wir irgendwie noch woanders hin? Wir sind jetzt hier anscheinend im orangen Bereich. Kommen wir auch in die anderen Bereiche? Wer weiß. Ich habe an der Oberfläche mindestens noch eine Stelle gesehen, die hat so ausgesehen, als könnte es da auch nach unten gehen. Müssen wir echt mal gucken. Was ist das da? Okay. Ja, keine Ahnung. So, Sulik regelt. Ja, aber ich auch ein bisschen. Die Felsen wegsprengen. Chunk Brecheisen. Wir finden hier zumindest ein paar so gute Basic-Items. Oh nein, verschlossen. Okay, nicht verschlossen. Aber leer. Nicht verschlossen, aber leer. Nicht verschlossen, aber leer, dann stellt doch nicht so viel hin. Oder macht wenigstens ein bisschen Glump rein.
Ja, die Batterien, ne? Weil die so brutzeln, ne? Ja, wir kriegen das nicht auf. Wir sind einfach zu schlecht. Keiner unserer Begleiter kann irgendwie Schloss knacken. Niemand kann Schloss knacken. Ich könnte höchstens, auch wenn es eigentlich jetzt... Naja, aber eigentlich könnte ich es machen. Ich könnte einfach trotzdem mal 16 Punkte in Lockpick stecken. Warum denn nicht? Komm. Hauen wir Lockpick ein bisschen hoch und jetzt versuchen wir es nochmal. Moment! Habe ich das wieder übernommen? Ich gehe mal raus, ohne das zu speichern. Diesmal habe ich es übernommen. Gucken wir mal, ob das geholfen hat. Mit Lockpick-Werkzeug. Na komm. Muss doch jetzt möglich sein. You failed to pick the lock. Ach komm, nö. Ich finde, jetzt könnten wir doch schon knacken, nachdem ich so viele Punkte reingesteckt habe. Ja! Ich habe es geschafft. Naja, okay, immerhin. Ich hab's geschafft. Jetzt ist es zumindest möglich. Jetzt können wir zumindest theoretisch hier die Schlösser knacken. Ich sollte nochmal speichern, bevor ich das chäme. Ich will's nicht chämmen. Chämen, ihr wisst schon. Ah, geschafft. Gut. Oh, ein Buch. Ist es hier unten radioaktiv? Ich werde mal lieber nicht. Ich werde mal lieber nicht das Buch hier unten lesen, vorsichtshalber. Ich glaube, bis jetzt ist keine Meldung gekommen von wegen Radioaktivitätsschaden oder so, aber man will es ja nicht hier, ne? Muss ja nicht. Computerkonsole. Können wir da unten einmal entlang laufen? Ja, ich glaube schon. Gucken, ob da irgendwas sich verbirgt im Schatten. Nö. Nix. Schauen wir uns die Werkbank an. Oh, ein Super Toolkit. Ich kann leider nichts mehr tragen. Kann ich das Super Toolkit noch nehmen? Nee, okay. Sulik! Ich brauch dich mal als Packesel. Arztkoffer? Ich weiß gar nicht, ob Dingsy Lenny davon profitiert, wenn ich ihm das gebe. Den Wasserchip gebe ich dir auch mal. Vielleicht können wir den verscherbeln. Vielleicht ist der was wert. Oder? So ein Wasserchip könnte was wert sein. Warum habe ich so ein altes Messer? Ob ich den Drill auch für irgendwas benutzen kann und den Metallpole? Für was gibt mir das Spiel das alles da oben, ne? Irgendeinen Sinn wird es vielleicht schon haben. Gucken wir mal nochmal. Was war da gleich nochmal? Auch nichts Besonderes, ne? Super Tools. Oh, irgendwer wollte Super Tools von uns. Oder? Das für irgendeine Quest. War das nicht im Atomkraftwerk? Ich glaube schon fast. Moment, das ist Lenny, oder? Ja, ich dachte schon, da kommt irgendein Ghoul ums Eck. Ich dachte schon, das ist irgendein NPC. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, alles klar. Ja gut. Sonst gibt es hier gar nichts Interessantes mehr, ne? Wir haben hier noch die Rocks. A large pile of rocks. Aber ich befürchte, wir haben keinerlei Sprengstoff dabei. Ich glaube auch nicht, dass ich irgendjemand anderen Sprengstoff eingepackt habe, ne? What's up? What's up? Was du wollen? Ich befürchte, leider haben wir keinen Sprengstoff. Ich glaube, an der Oberfläche gibt es noch genug für uns zu entdecken. Ne? Ich würde noch nicht jetzt hier aufgeben. Aber ja, die Felsen können wir jetzt erstmal befürchte ich nicht wegsprengen, wenn es überhaupt möglich wäre.
Nee, haben wir nichts. Okay. Dann gehe ich... Achso, warte mal, da oben in dem Raum. Nee, Lenny, geh doch mal bitte einen Schritt zur Seite. Komm schon, danke. Da oben in dem Raum war, glaube ich, noch eine Kiste. Oh, Skorpion. Die wir nicht aufbekommen haben vorher. Das könnten wir jetzt nochmal versuchen. Ach, der ist nicht tot. Anscheinend. Oder doch? Warum kann ich den Kampf nicht beenden? Geht eh jetzt. Genau, weil hier oben war definitiv noch mindestens die verschlossene Kiste. Genau, da können wir nochmal gucken. Im Steuerraum hier war nix sonst. Ich war jetzt nicht an dem Computer. Da könnte man vielleicht noch rangehen. Aber bis jetzt hat kein Computer irgendwas gebracht. Ich habe auch sonst nichts übersehen hier, oder? Ist irgendwo ein... Es könnte halt irgendwo verdeckt eine Leiter nach unten oder sowas sein. Ich weiß es nicht. Was diese rauchenden Schlote sind, da bin ich mir auch nicht sicher. Ja, keine Ahnung. Kicken wir mal, was uns hier zum Kampf auffordert. Ist das die Ratte da oben oder was? Ja, anscheinend kommen Ratten jetzt. Na gut. Ist fast ein bisschen Verschwendung, obwohl die Ratten haben überlebt. So liegt, läuft einen kleinen Umweg. Nein! Schieß mir nicht in den Rücken! Arsch! Gut. Dann gehe ich jetzt nochmal schnell in den Kontrollraum und guck mal, ob wir da irgendwas machen können. Mit dem Steinhammer-Drill die Steine entfernen. Ah, das weiß ich nicht. Das ist... Ich werde es versuchen. Dem Versuch ist es wert, aber das klingt mir ein bisschen... Dafür sieht es eher aus wie so ein Akkuschrauber. Das Ding, das ich da habe. Wenn es ein Presslufthammer wäre oder so, ne? Jetzt geht's wieder los, dass mich meine eigenen Leute erschießen. Wenn wir mal in Gebieten sind, wo die Gegner nicht sehr gefährlich sind, dann kann man sich sicher sein, dass die eigenen Leute das übernehmen. Okay, ich kann den Kampf nicht beenden. Warum? Aha, weil hier noch ein Skorpion mitmischen will. Okay. Oder auch nicht? Er ist sich nicht sicher? Kann ich verstehen? Hätte auch keinen Bock. Sulik ist kaputt gegangen. Nee, der läuft schon noch. Läuft nur einen kleinen Umweg. Kommt der Skorpion jetzt noch? Ist der noch da? Kann ich den Kampf beenden? Okay, keine Ahnung. Gehen wir mal da ran. Okay, Computer macht nicht wirklich irgendwas. Nee, die Computer sind, glaube ich, wirklich nur Dekoration hier. Die machen nichts. Mit denen kann ich auch nicht interagieren. Ich gehe jetzt mal. Ich speichere jetzt mal kurz. Und geh mal da so den Mittelweg entlang. Ist auch nichts Interessantes. Ich wüsste halt auch nicht... Ah, warte mal, ich kann den Weg anklicken. Ich kann definitiv den Weg da hinten anklicken. Die Steine müssen weg. Auf jeden Fall. Okay. Sonst könnte ich da hinten nicht hinklicken. Ich versuche mal den Drill. Was haben wir zu verlieren? Kann ich nicht mal benutzen. Ne? Ist vielleicht nur ein Schatz, den man verkaufen kann. Keine Ahnung. Ui, wir brauchen Sprengstoff. Oh, wartet mal. Schaufel? Kann ich die Steine wegschaufeln? Kommt mir ehrlich gesagt jetzt auch nicht. Aber ich versuch's mal. Nee. Okay, vergiss es. Aber einen habe ich noch. Und zwar haben wir eine Metallstange gefunden. Vielleicht kann ich die ja irgendwie wegstemmen. Leider auch nicht. Okay, dann leider bin ich am Ende meiner Möglichkeiten. Dann mit Dynamit wiederkommen. Na,
dann mit Dynamit wiederkommen. Ah, Cassidy hat keine Scharfschützenmunition mehr. Oh Gott, dafür nimmt er die Tommy Gun und schießt Wick in den Rücken natürlich. Aber hat auch den Skorpion erwischt. Ich kann den Zug wieder nicht beenden und weiß nicht warum. Wo ist noch Gegner? Ah, da unten, der Skorpion will sich jetzt doch wieder einmischen, wird von der Tommy Gun zersägt. Gut, okay. Das ist gut. Okay, ich schätze, die Steine müssen weg, weil da ich kann dahinter, kriege ich eine Hand, ne? Wenn ich draufklicke. Könnte natürlich sein, wissen wir nicht. Haben wir eigentlich mal versucht, den zu reparieren? Keine Chance, okay. Könnten, was wollte ich sagen? Könnte natürlich sein, weil das halt einfach auch gemoddetes Gebiet ist, dass sie da ursprünglich einen Durchgang machen wollten und dann sind sie nicht fertig geworden und dann haben sie Steine davor gelegt und jetzt kann man die Steine deswegen quasi noch berühren, ne? Das ist natürlich alles möglich, aber ja, ich würde es mal versuchen mit Sprengstoff. Hä? Wo ist mein Schlossknackset? Ah, da ist sie. Nein, 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 jetzt ist er gejammt. Jetzt kriegen wir den nicht mehr auf. Naja, sowas Wichtiges wird schon nicht drin gewesen sein, hoffe ich mal. Wahrscheinlich Sprengstoff. Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Ist noch nicht lange her. Ich glaube, ich lade das nochmal. Ich würde den Container wirklich gern öffnen. Hey, danke für die Bitzahlen, Bob. Hurra. Dankeschön. Sehr nett von dir. Warum nimmt Cassidy eigentlich lieber die Tommy Gun als die krasse Artefaktwaffe, die ich ihm gekauft habe? Vielleicht ist die gar nicht so krass. Könnte schon sein. Ich weiß es ja ehrlich gesagt gar nicht. Ich dachte, die ist krass, weil sie teuer ist und den eigenen Namen hat, aber ich habe mir die Werte gar nicht angeguckt. Aber wenn wirklich eine Tommy Gun besser wäre, das wäre enttäuschend. Okay, Achtung, ich speichere jetzt hier nochmal, weil jetzt müssen wir eventuell ein bisschen neu laden. Ah, geschafft. Okay. Ja, nee, kein Sprengstoff. Medizinbuch ist schön und so, aber kein Sprengstoff leider. Let's go. Okay, also hier unten ist nichts mehr. Aber, ne, wir haben nach oben viel zu erkunden. Vielleicht haben wir Glück und finden Sprengstoff. Und jetzt bin ich gespannt, welche Route meine Figur hier nimmt. Ich lasse sie einfach mal laufen. Wahrscheinlich hat wieder irgendein Begleiter den logischen Weg versperrt. Okay. So geht's auch. So. Also, wir können auf jeden Fall noch ins Gewächshaus schauen. Ich meinte nämlich, dass da auch irgendwie so eine Treppe nach unten war oder irgendeine weirde Vorrichtung auf jeden Fall. Es gibt auch diese Tunnelsysteme hier. Equipment Access. Könnten wir da irgendwie runterkommen? Könnte ich hier an die Pipe vielleicht irgendwas befestigen? Auch ein Seil befestigen? Jetzt haben wir auch kein Seil mehr, natürlich. Wir können das, das wir hatten, auch nicht mehr mitnehmen. Ah, und wir haben es vorher nicht geschafft, da reinzukommen. Aber jetzt mit meinem erhöhten Schlossknack-Skill und dem, ne, vielleicht, ich versuch's mal. Gehen wir mal dahin. Vielleicht kriege ich jetzt die Tür auf. Können wir nochmal in den Schuppen. Wer weiß, ob wir da nicht Sprengstoff finden. Hallo, Perna. Alles cool bei mir. Ich hoffe, bei dir auch. Aktuell ist Wasteland 3 für einen 5er auf Good Old Games. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Deal. War überrascht, wie extrem das einfach ein klassisches Fallout ist, aber besser und moderner. Ich mag Wasteland 3 auch wirklich gerne. Finde ich wirklich cool. Ist so ein bisschen Fallout Tactics eher, würde ich sagen, vom Kampfsystem her oder so. Aber mag ich wirklich gern. Voll cool. Hat eine coole Story, coole Locations, ne? Also ist wirklich
In vielerlei Hinsicht sehr, sehr cool und sehr, sehr Fallout-ig. Wie lange machen wir heute noch? Mindestens jetzt noch. Warte mal, es ist schon 9. Oh Gott. Vielleicht noch ein bisschen. Schauen wir mal. Ich muss mal nachrechnen nachher. Vielleicht hören wir es dann auch auf. Schauen wir mal. Ich habe fast das blöde Gefühl. Ja, sie ist jetzt gejammt. Ich versuch's nochmal, aber ich habe das Gefühl, die kriegen wir nicht auf. Ja, okay. Es gibt noch die beiden Tore. Über die könnten wir es nochmal versuchen. Vielleicht kriegen wir die leichter auf. Aber wäre komisch, ne, wenn die für die verschiedenen Tore, wenn die einige leichter machen würden als andere. Wäre irgendwie weird. Ich glaube, das funktioniert nicht. Und hier können wir es nochmal versuchen. Machen wir hier überhaupt irgendwas? Ja. Okay, ich glaube, wir kommen so nicht rein. Muss ich mich damit abfinden? Ah, ich will in den Schuppen. Ich will in den Schuppen. Kennst du Atom? Das hat mich... Ja, das kenne ich auch. Das ist ja auch sehr klassisch Fallout. So, wie gehen wir jetzt da drin am besten vor? Das ist wirklich nicht ohne da drinnen. Ich mache mal die Tür auf. Und gehe mal ein bisschen zur Seite. Schade, die anderen kommen halt nicht hinterher. Das ist das Problem. Ich könnte jetzt eine Sache machen. Erstens warten wir, bis das gesamte Team geheilt ist. Unten war jetzt nicht viel los, aber ein bisschen was habe ich doch abbekommen. Auserwähltes Wesen, oh. Das Dorf wird schwächer. Ich dachte schon, wir waren irgendwie doch verstrahlt und sterben jetzt oder so. Du musst dich beeilen oder wir werden alle umkommen. Okay. Ich speichere nochmal irgendwo. Ich weiß schon, was ich jetzt mache. Ich mache die Tür auf. Gehe einen Schritt rein. Kampf beginnt. Und sobald ich kann, gehe ich wieder raus. Und dann lasse ich die anderen das regeln. Weil ich kann die leider nicht tanken. Ich schaffe das nicht. Aber wenn die anderen mal drin sind und ein bisschen Aggro auf sich ziehen, dann kann ich mit meinem Spray kommen. Ach, das ist natürlich... Ich hoffe, die können die Tür aufmachen. Ja. Jetzt läuft Cassidy. Irgendjemand muss anscheinend immer über die Giftsuppe laufen. Das macht ihr sehr gut, Leute. Boah, wie kriegt gerade so kritische Treffer ab. Scheiße, ey. Das gibt's ja echt nicht. Unglaublich, wie viel Schaden die Scheißdinger machen. Ja, Vic, hau ab. Das ist eine gute Idee. Ich glaube, Cassidy darf auch gleich abhauen. Cassidy. Kannst du aus der Giftsuppe rausgehen und vielleicht erstmal die Pflanze, die dich die ganze Zeit in den Rücken beißt, angreifen, bevor du irgendwas anderes angreifst? Was ist was? Was? Warum? Was ist los? Auf was schießt du? Auf Lenny oder was? Das hast du gut gemacht. Lenny ist halb tot. Toll, Cassidy. Ich hoffe, du bist jetzt fröhlich. Na, Cassidy ist bewusstlos und liegt im giftigen Schleim. Ja, super. Jetzt muss Cassidy auch weglaufen, nämlich.
Oh Gott. Ja, genau. Oh Gott, das ist nervig, wenn die so dumm sind. Das ist wirklich frustrierend, wenn es an der KI scheitert. Komm schon, mein Plan war so gut. Aber die Welt ist noch nicht bereit. Krass, oder wie die reinhauen. Und immerhin haben die jetzt alle schon Eisen oder verbesserte Lederrüstung. MK2 Lederrüstung. Und die hauen trotzdem so krass rein. Okay, die Pflanze wurde gerade gut getroffen, würde ich sagen. Ich versuche mal, dass ich die da oben einsprühe. Come on, warum lebt die noch? Krass einfach. Krass, wirklich heftig. Ja, genau, hier schießt du wieder Lenny. Lenny wurde... Oh Gott. Cassidy. Ich muss Cassidy die Tommy ganz wegnehmen. Der hat gerade die Pflanze ohne Schaden getroffen, aber Lenny 86 Trefferpunkte. Cassidy. Was ist mit dir? Geh jetzt einfach. Ich mach's wie Vic. Kiste, die kritisch getroffen, liegt am Boden. Das war was Persönliches. Du hast recht. Cassidy mag keine Ghule. Meint ihr, das könnte wirklich sein? Ne, Cassidy würde das nicht machen, oder? Cassidy, du würdest Lenny nicht absichtlich versehentlich angreifen, oder? Da hört der Spaß auf. Ab und zu, weißt du, ihm ab und zu vorzuwerfen, dass er stinkt, ist schon nicht okay, aber das wäre krass. Cassidy, kommst du raus jetzt oder stirbst du? Cassidy ist gestorben. Cassidy ist so ein Arschloch. das ist so... Also, was zur Hölle? Und da steht auch noch eine. Hey, was zur Hölle? Da sind fucking 3 Pflanzen drin. Warum ist das so schwer? Wieso komme ich nicht an den blöden... Die Anordnung macht's, wisst ihr, dass ich durch die Tür durchgehe und dann steht hier eine Pflanze und hier eine Pflanze und wenn ich gegen die kämpfe, ziehe ich die Aggro von der Pflanze und der Pflanze auf mich. Da ist einfach zu viel auf einmal und die können dann in einer Runde schon ordentlich Schaden auspacken und dann scheitert die KI von meinen Leuten, weil die nicht durch die kleine Tür passen. Naja, Leute, ich würde sagen, das ist ein Problem für ein anderes Mal, weil für heute machen wir jetzt wirklich Schluss. Ich habe jetzt quasi den normalen Stream und den Bonus-Stream in einen Stream zusammengefasst heute. Super langer XXL-Stream. Wir haben so lange Outbreak gespielt. Ich hätte das nicht gedacht. Ich dachte, wir können noch was anderes spielen. Aber da machen wir jetzt für heute Schluss und nächste Woche auch wieder. Ich kann euch noch nicht genau die Uhrzeit sagen, aber nächste Woche ist auch wieder Dienstag, Streamstag und wir spielen das neue Silent Hill. Oder? Das erscheint schon nächsten Dienstag. Lass mich mal schnell gucken. Am 8. glaube ich, ne? Silent Hill 2 Remake Release. 8. Oktober. Das ist der nächste Dienstag. Genau, dann machen wir es so. Nächsten Dienstag Silent Hill 2 Megastream. Schön, dass ihr dabei wart. Danke für alle Bits und Subs und Holy Kalender kaufen. Und wir sehen, hören uns dann spätestens nächsten Dienstag wieder. Gute Nacht, Leute. Ciao.